Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Euro Wrestling Drive-Thrus. Mein Name wie immer Sigmaster Rappo, Referee Pascal Signer, Siggy the Swiss Tank, der ehemalige WXW Hall of Famer, ganz einfach Siggy. Und an meiner Seite wie immer der zweite Vorsitzende des Euro Wrestling Drive-Thrus, der Terrorist Yusuf Islam des Euro Wrestlings und der A-Kommentator des Euro Wrestlings, Mr. Hanky, Mark Landauer. Danke, Sigi, für die Vorstellung. Grüße euch, liebe Wrestling-Fans, hier bei der 7. Ausgabe des Euro Wrestling Drive-Thrus. Und nachdem einige auf Moonsault geschrieben haben, die Leute, die ihr euch einlädt, sind alles unwichtige Leute, haben wir uns heute einen ganz großen Mann, einen dicken Fisch in der Euro-Wrestling, in der deutschsprachigen Wrestling-Szene geholt, nämlich den Herausgeber des größten deutschsprachigen Wrestling-Mediums, Power Wrestling, Chefredakteur Wolfgang Stach ist da. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, bitte gerne. Wolfgang, erzähl uns doch einfach mal, wie du zum Wrestling gekommen bist. Wie die Jungfrau zum Kind. Das war irgendwann 88 oder sowas muss das gewesen sein. Hatte ich Satellitenschüssel, habe jetzt weniger wegen Wrestling, sondern so viel Programme zu bekommen. Damals gab es ja gerade mal erstes, zweites, ich weiß gar nicht, ob RTL, aber gab es, glaube ich, auch schon, aber wir waren nicht verkabelt, deswegen hatte ich mir einen Satellitenschlüssel geholt und da habe ich Sportkanal, hieß das Ding, glaube ich, da sind AWA-Sendungen gezeigt worden, da weiß ich noch, eine der ersten Sendungen, die ich gesehen habe, war, als Ken Patera und Scott Norton gegen die Destruction Crew gekämpft haben. Und für die beiden dann Ken Patera das Knie offiziell kaputtgeschlagen haben. Wie sich später herausstellte, musste der gute Mann sich eine Operation unterziehen lassen und wurde das eben in ein Gimmick eingebaut. Aber das wusste ich damals alles noch nicht. Ja, das gefiel mir ganz gut. Auch Scott Norton hat mir eigentlich sehr gut gefallen, bin ich dabei geblieben, hatte ich dann so ein bisschen hin und her geswitcht, da war dann irgendwo, Sky war das glaube ich schon, die WWE zu, oder WWF damals zu sehen, blödsinnigerweise bin ich direkt in den Ultimate Warrior reingeswitcht und habe dann nach wenigen Sekunden direkt wieder umgeschaltet, weil mir das irgendwie doch ein bisschen zu blöd war, wie der sich da wie ein genommen hat oder sowas. Ja, aber hat man dann doch wieder mal reingeschaltet. Es gefiel mir dann besser und besser. Ja, so, das waren so quasi meine Anfangstage beim Wrestling und ja, etwas intensiver habe ich mich dann eben so ein bisschen dann mehr und mehr darüber gekümmert, bin dann mit Uwe Fruth, mit seiner Wrestling Fan Association in Verbindung gekommen und dadurch ja auch Betty Frank, die so auch die WFA News damals schon gelesen hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie damals schon mitgeschrieben hatte. Und ja, da ich ja damals schon Journalist war, das schon einige Male machte, habe ich dann irgendwann einfach mit Uwe und Bernd Model Kontakt aufgenommen und ob sie Interesse hätten, dass ich auch ein bisschen was schreiben würde. Ja, hatten sie. Ja, und so bin ich dann in die WFA News reingekommen und war damals doch ein kleiner Teil von denen. Mit der Zeit hat sich das so ein bisschen ausgebaut, aber das war dann erst so ab den 90er Jahren der Fall. Okay, ich gehe jetzt da mal genau in diese Zeit hinein. Das heißt, das erste deutschsprachige, hobbymäßige und amateurhafte natürlich erstellt, das war, glaube ich, A5-Format, war quasi
die, da steht Catch Fans International, CFI. War das die, das, dieses, diese WFA-News oder war das, war die WFA-News nachher? Weil es die WFA-News waren, wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren als erstes da. Und Catch Fans International, das war eigentlich der, ich bin dann Otto Wanz mit seiner CWA hatte dann, oder Peter William hat es, glaube ich, weiß nicht, wer von den beiden Großdorf veranstaltet hat, der hatte Owen Hart rübergeholt und hat mir zwar noch nicht so übermäßig viel damals gesagt, aber Betty war total begeistert, hat mir von ihm vorgeschwärmt, was für ein toller Wrestler er doch wäre. Und ob wir uns nicht auch mal persönlich kennenlernen wollten. Bisher haben wir uns nur vom Telefon und über die WFA-News kennengelernt gehabt, für die ich, wie gesagt, ich ja damals schon geschrieben habe. Und sie waren damals so das einzige Wrestling-Informationsblatt in Deutschland oder Heftchen, ja. War auch den A5-Heftchen. Und wir haben uns dann in Troisdorf getroffen, hatten dann auch mit Peter Wanz und Otto Wanz und Peter William gesprochen. Und dass wir das ganze WFA-News vielleicht ein bisschen ausbauen. Und da in dem Zusammenhang haben wir dann die CFI gegründet, quasi, ich sag mal so ein bisschen als Fanclub von der CWA. CWA, ja. Hintergrund war auch der, dass man dort, dass ich mir dann einfach ein bisschen mehr Unterstützung von Peter und Otto erhoffte, weil man dort quasi als Fanclub von denen dieses ganze Blättchen rausbringen würde. War also, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen Berechnung vielleicht. Ja? So einen Euro-Corner, also einen Deutsch, quasi einen Corner, weil er doch das Magazin sich einmal auf die amerikanische Szene spezialisierte und ihr wolltet quasi dann auch einen CWA-Bereich, also einen Bereich für die Catch-Fans dann da unterbringen, ne? Das war das Ziel, ne? Ja, und weil sich Otto und Peter auch sagten, dass sie in der Zukunft weitaus mehr Amerikaner und auch Japaner rüberholen wollten und dass man eben ja zum einen weiterhin über WF und WCW berichtet, aber dann eben auch da, wie du sagtest, so einen gewissen Europa schon so ein bisschen bekannter macht, eben auch vor dem Hintergrund, dass dort wirklich immer mehr Amerikaner rüberkommen würden. Scott Hall kam dann ja auch kurz Zeit später rein und ja, die ganzen anderen Namen sind ja alle bekannt, die CWA dort geholt hat. Lance Storm und wie sie alle hießen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir dort eben so die Unterstützung von der CWA bekommen, auch für Interviews oder auch für, dass man vom Ring aus fotografieren durfte und so weiter und so fort. Aber wenn ich mich recht erinnere, war CFE immer nur so der Name. Ich glaube, als Titel gab es immer nur die WFA News. Ja, und die sind dann eben irgendwann ein bisschen erfolgreicher geworden, also die Leserschaft, und ist immer größer geworden, so dass ich dann mit Bernd und Uwe gesprochen habe, ob man dort nicht einen anderen, vielleicht etwas schlagkräftigeren Titel nimmt. Ja, und so sind wir dann irgendwie auf, weiß gar nicht mehr, ob es eine Idee war oder von Betty oder von uns allen, da sind wir dann irgendwie auf Power Wrestling gekommen, weil das irgendwie, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen martialischer sich doch irgendwo anhört. Ja, und so ist da, und dann haben wir dann später dann eben auch mal die WFA-News in Power Wrestling umgetauft, aber es war nach wie vor noch ein DIN A5 Heftchen, das war dann nur nicht mehr so schwarz-weiß,
weil das ursprüngliche Cover, wenn man das kann, nennen kann, weißes Cover und oben stand dann irgendwie WFH. Ich glaube, war sogar irgendwie so ein bisschen violetter Schrift oder so, wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, und dann haben wir dann eben Power Wrestling gemacht und das hat dann ein, wie ich heute im Nachhinein finde, grässliches rotes Cover. Aber ja, hinterher ist man immer kluger und das war so quasi die Entstehungsgeschichte, zumal Betty auch ganz gut schreiben konnte und es dann auch irgendwann für Uwe und Bernd ein bisschen zu viel wurde. Sie sich dann zum Teil auch auf ihren Beruf und auf andere Dinge dann konzentriert haben, hatte ich dann so den Großteil des Geschreibsels übernommen. Betty hatte noch einiges mitgemacht. Ja, und so, das waren quasi so die ersten Schritte, wobei ich auch sagen muss, also dass Peter und Otto uns da immer sehr unterstützt haben, dass wir dort jederzeit Zugang hatten, Interviews machen konnten. Nur Backstage durfte man nicht, da waren die beiden also noch so richtig den alten Verhältnissen angepasst mit Kayfabe und so weiter und so fort. Aber es war eine große Hilfe. Und ohne diese Hilfe wären, weiß ich gar nicht, ob letztendlich dann Power Wrestling entstanden wäre. Wobei der Großteil ging sicherlich von Owen aus, denn als das Heft dann immer erfolgreicher wurde und die Leute WWE, also WWF dann auch immer mehr nach Deutschland reindrängte. Damals gab es noch immer nur, ich sag mal, Power Wrestling als kleines Heftchen. Hatte ich Owen dann gefragt, wie es denn aussieht, ob er mir da Kontakte zur WWE, also WWF, machen konnte. Und er meinte, er öffnet mir die Toren, er macht mich mit jedem bekannt, aber ich muss die Türen selber offen halten. Mhm. Er würde sich dann quasi ganz rausziehen. Und Gott sei Dank ist es mir gelungen, die Türen offen zu halten und zu vielen ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu entwickeln. Ja, und so ist dann, als die WWE immer mehr rein nach Deutschland drang, ist dann das, ich sag mal nach wie vor, das Fanclub-Heftchen Power Wrestling auch immer größer geworden, also von der Auflage her. Es waren dann einige 100, vielleicht auch schon irgendwo eine vierstellige Zahl, so dass die Leute mich dann gebeten haben, ob man das nicht eben noch ein bisschen größer machen könnte mit vernünftigen Bildern und eben auch einem anderen Format, weil die da 5 ja nun doch nicht unbedingt so gut zu lesen ist und man dort, wenn man dort ein bisschen mehr reinbringen wollte, wäre man dann direkt auf 150 Seiten oder so gekommen, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Ja, und so ist dann letztendlich Power Wrestling, so wie wir es quasi jetzt kennen, zumindest vom Format her, natürlich doch ganz anders aufgemacht damals, mehr rein amateurhaft aufgemacht. Aber es ist gut angekommen und man darf aber auch nicht vergessen, Betty hatte dann schon vor mir eine Wrestling Heft rausgebracht. Es kann sein, dass Bettys Heft... war das das Catch-Magazin? Das war das Catch-Magazin. Ja, aber das lese ich gerade. Ich habe mich da so ein bisschen was mir rausgeschrieben. Und da steht auch drinnen, dass es dann Differenzen gab mit Betty Frank, die eben dieses Catch-Magazin rausgebracht hat. Welche Differenzen waren da? Wollte sie da mehr das Catchen beleuchten und weniger den amerikanischen Markt? Oder was waren da genau die Differenzen? Nachhinein muss man ein bisschen lächeln. Differenzen, also Betty hat das mehr oder so, wie soll ich sagen, auf so eine weibliche Schiene hat sie das Catch oder wollte sie das machen. Wir hatten uns ja schon vorher getrennt. Ich hatte die WFA News dann ja alleine gemacht. Weil Betty wollte so klatschen, klatschen und so eben, ich sag mal, was viele Frauen eben gerne haben.
möchten auch so ein bisschen beschweren, weil ich von Michaels sexier ist und so weiter und so fort. Ich wollte das Heft mehr sachlich haben und eine, wie soll ich sagen, eher journalistisch geprägte Ausrichtung haben. Ja, und das war eigentlich der einzige Grund. Also im Nachhinein ist dort unheimlich viel hineininterpretiert worden, was dann gar nicht stimmte. Da gab es leider einige, was ihr ja sicherlich jetzt auch von früher oder auch von heute kennt, wo dann einige Leute ziemliche Scheiße auf gut Deutsch gesagt über einen erzählen, man denen das auch glaubt, weil die bisher immer eigentlich sehr vertrauensvoll und sehr lieb und sehr nett waren oder wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, einfach Arschkriege waren. Und denen glaubt man ja dann doch recht gerne. Und ist über Betty ziemliche Scheiße erzählt worden, dass ich dann Mist, dass ich dann sauer auf Betty wurde. Betty wurde zum Teil von den gleichen Leuten ziemlicher Mist über mich erzählt, so dass sie dann sauer auf mich wurde. Und erst nach einigen Jahren, als Richard mich dann fragte, weil ich quasi die alleine Erlaubnis hatte, bei der CWA zu fotografieren und dann ja auch den Warrior 92 rüberholte. Als Richard mich dann fragte, ob er auch fotografieren durfte, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Da haben wir uns dann leider viel zu spät ausgesprochen und haben dann eben gemerkt, dass, oder was passierte, was ich eben erwähnte, dass dann eben irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen absoluten Mist uns gegenseitig erzählt haben. Ja, und dann haben wir uns auch wieder angenähert und ich musste dann durchaus feststellen, dass Betty gar nicht mal so Unrecht hatte, dass eben auch so Klatsch- und Tratschgeschichten durchaus auch einen Platz im Heft haben sollen, weil man sonst eben eine, wie soll man sagen, eine Zuschauerschaft oder eine Fangemeinde ausschließt, die eben ganz andere Ansichten hat, also so die, ich sag mal, die absoluten Marx ausschließen würde. Und so groß war der Markt nun auch nicht unbedingt, dass man jetzt auch aus wirtschaftlichen Gründen auf alle verzichten konnte. Und ich habe dann auch eingesehen, dass das Heft eben ich eigentlich alles drin haben wollte, sowohl Marx, als auch Marx, wie das so schön heißt. Und so haben wir uns dann auch wieder dann angenähert. Betty musste ihr Heft zumachen, weil ich eben durch die Kontakte, die Owen mir verschafft hat, eben Interviews drin hatte von WWElern oder Hintergrundberichte über WWEler, an die sie nicht rankamen. Und erst da habe ich dann zum Teil eben auch gemerkt, dass die Geschichten, die Betty geschrieben hat, dass die auch fehlten, dass viele Fans die auch haben wollten, dass sie gar nicht mal wissen wollten, ich sage jetzt mal, was für ein Drogenarschloch Shawn Michaels zu dieser Zeit war, sondern dass die eben weiter auch ein bisschen in der Illusion leben wollten. Und deswegen hatte ich mir in Power Wrestling damals immer zur Aufgabe gemacht und habe dadurch viel Vertrauen gewonnen. Was privat ist, bleibt privat, was in den Hotels abgeht, bleibt in den Hotels. Und das hat Shawn Michaels dort, so was ich, sich bei jeder Hotelbar oder sowas dort einiges reingezogen hat oder sowas. Das ist dann eben nicht im Heft gewesen, weil ich den Leuten auch nicht die in absoluten Marx und auch nicht ihre Illusion von Sean oder Razor oder wie sie dort alle hießen, zerstören wollten. Und wenn ich, kurz da wieder ein bisschen einhaken möchte, das heißt, die WFA News gab es nur so lange, bis die erste Power Wrestling Ausgabe erschien. Oder liefen die WFA News trotzdem weiter und. Wir haben dann. Die WFA News irgendwann noch umgetauft, Power Wrestling. Genau. Wann war denn die erste, wann kam denn die allererste Ausgabe von Power Wrestling raus?
War das so 91, 92? 91, ich glaube, als der Warrior da war, lief das, glaube ich, schon unter Power Wrestling. Also muss dann so 91 gewesen sein. Aber sage nicht da. Es steht hier auch noch, fest, dass im Jänner 92 die WFA News durch den von Bernd Model herausgegebenen Newsletter Wrestling Telegram, das Wrestling Telegram ersetzt wurde. War das so eine Zwischenlösung? Ja, das lief parallel noch weiter. Das hatten wir dann noch eine Zeit lang gemacht, weil das Power Wrestling erschien, ich glaube, so alle nur 2 Monate damals nur. Und da haben wir dann, ich glaube, das Wrestling Telegram, das hat, glaube ich, meine ich noch Bernd gemacht, um da eben so, wie soll ich sagen, so eine, die so eine Art wie den Dave Meltzer Wrestling Observer, quasi so eine Ähnlichkeit wieder mit Resultaten wahrscheinlich und genau, weil das eben hier, wie gesagt, ich meine, das Heft wäre alle 2 Monate erschienen. Das war eben doch zu lang, weil die WWF dann doch bekannter wurde. Und WrestleMania dann auch anfing und die mehr und mehr Pay-Per-Views und die Großveranstaltungen, dann war das so quasi das aktuelle Ding und WFA News oder Power Wrestling war dann so die, wie soll ich sagen, die Zusammenfassung und war zwar auch noch immer für viele Leute sehr aktuell, aber was den Telegram war eben, wie du sagtest, so ein bisschen wie der Torch oder wie der Observer. Ja. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, weil viele jüngere Zuhörer kennen ja nur das Internet. Ich meine, 91, 92, in den Zeitrahmen gab es ja kein Internet. Wie seid ihr damals überhaupt, dass ich meine, klar, die Ergebnisse, ja, wenn man was live gucken konnte, hat man die Ergebnisse logischerweise, aber wie seid ihr an die ganzen Stories gekommen damals ohne Internet? Ich meine, das fing so langsam an. Also damals gab es CompuServe ja noch. Gut, gibt es heute, glaube ich, ja auch noch, aber rein als Provider. Damals, zur Anfangszeit, war CompuServe, hatte das größte Wrestling-Forum. Das ist nicht mit heute vergleichbar, aber es war eben ein Forum, wo doch einige Leute drin waren. Und da hat man viele Ergebnisse bekommen, ja, oder ansonsten durch Fax, dass einem die Ergebnisse zugefaxt wurden. Und Bernd und Uwe hatten damals schon sehr gute Kontakte in die USA aufgebaut. Und wie gesagt, Sky hat ja damals auch schon alles übertragen. Und da konnte man eben die Ergebnisse darüber holen. Das war auch frei empfangbar. Ich weiß gar nicht, Warrior gegen Hogan bei WrestleMania, das war die erste WrestleMania in Toronto, die verschlüsselt ausgestrahlt wurde von Sky. Vorher konnte man alles so empfangen. Ich hatte eine drehbare Schüssel. Dadurch konnte man also auch viel empfangen, auch die Sachen, die von der WWF nach England zu Sky rübergeschickt wurden, die wurden über unseren Satelliten ganz weit im Osten rüber geschickt. Durch die drehbare Antenne konnte man die auch abfangen, zum Teil auch noch als Sky verschlüsselt schickte, hat man die zum Teil dann auch noch. Es gab so 3-4 Satelliten, über die Übertragung nach zu Sky erfolgten und die waren unverschlüsselt. Dann konnte man mit einer Drehbahn, die dann immer von Position zu Position ging, konnte man die meistens abfangen, ab und zu hat es auch noch nicht geklappt. Da weiß ich nicht, wie die rübergeschickt haben, aber zu 99% hat es geklappt. Also es war recht abenteuerlich, aber irgendwo
hat es immer geklappt, dass man die Ergebnisse kam. Und wie gesagt, CompuServe war damals also weitaus mehr als der Provider. Die hatten ein großes Forum, wo auch WWF-Offizielle sich rumtrieben und auch zum Teil nicht begeistert waren über das, was da stand. Aber wie gesagt, CompuServe war so ziemlich das erste Forum. Das war also so, ja, das war schon Anfang der 90er Jahre, denn da lernte ich eine Kanadierin kennen, zu der sich dann eine sehr gute Freundschaft aufgebaut hat. Und als ich für Bravo Sport dann in die USA flog, hat sie mich dann meistens begleitet. Und das war alles so in den 93, 94, 95. Also wie gesagt, CompuServe fing so Anfang der 90er Jahre an. Und wie kam man damals an diese, ich nenne es jetzt mal Gerüchte? Also ich meine, heute machst du halt Facebook auf und da steht dann drin, keine Ahnung. Ultimate Warrior oder Wrestler XXX steht kurz vor Gimmickwechsel oder so irgendwas in diese. Ich kann mich erinnern, das war in der Zeit, ich habe die WFA News auch abonniert für einen gewissen Zeitraum. Da gab es sogar eine Hotline. Ich weiß nicht, wer die damals eingerichtet hat, ob das auch über Bernd Model oder Uwe Fruth ging. Und da sprach. Nee, das und, ging von mich. Das hast du eingerichtet, diese Hotline. Und da konntest du anrufen, das war so eine Art Toll, irgendwie so eine Toll-Free-Number, die kostete halt ein bisschen mehr. Und da gab es dann zum Beispiel Fachkommentare von einem Peter William, von sogar Rob the Steamhammer war da dabei. Und da gab es auch schon eben solche Insider-Gerüchte, eben wer in Kürze debütieren wird oder dass der Undertaker wohl beim nächsten Pay-Per-View gegen den wresteln wird. Also das gab es auch schon damals unter der WFA-News-Zeit. Woher die Informationen stammen, ja, möglicherweise von diesem CompuServe oder vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es den Torch und den Newsletter von Dave Meltzer schon gibt, hat man da vielleicht sogar ein paar Sachen übernommen? Ja, die gab es damals, also auf Torch weiß ich nicht, aber Observer gab es auf jeden Fall, ich meine den Torch auch. Und da haben wir natürlich sehr viele Sachen übernommen, die hatten wir alle abonniert gehabt. Ja, und dann einige Sachen, eben, sagen wir mal, die Sachen so ab 92 oder so, sind dann eben auch viele Sachen reingekommen, wo ich dann mir die Kontakte aufgebaut hatte. Denn das war dann viel zum Teil mit den Leuten auch telefoniert. Die kamen ja auch nach Deutschland rüber. Die WWE, WWF, sag immer noch WWE, hatte damals langfristig die Storylines geplant. Also es war oftmals im Oktober, September, Oktober stand schon fest, wer den Royal Rumble gewinnt. Wenn ich jetzt gerade irgendwelche Verletzungen dazwischen kam, ja, und da ist mir dann eben zum Teil ein Siegel des Vertrauens gesagt worden, der und der, konnte ich dann natürlich nicht ganz so offen bringen, aber da hat man dann eben, was weiß ich, geschrieben, ja, zu den großen Favoriten gehört auch der und der, auch wenn der jetzt eben nicht unbedingt als Nummer 1 gehandelt wurde, aber so hat man dann eben das alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, maskieren können, dass das eben nicht, dass man eben nicht gesagt hat, ja, ich sag mal, ABC gewinnt den Royal Rumble, sondern dass man dann eben sagte, XYZ wird als der große Favorit gehandelt, aber schaut euch mal ABC an, er entwickelt sich immer mehr und immer besser. Es könnte also auch sein, dass er der Überraschungsgewinner sein wird. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, aber man kann es nicht ausschließen. Ja, und so hat dann jeder letztendlich gejubelt. Guck mal da, der Stach, der hat da richtig mitgelegen. Der hat ja so ein großes Fachwissen oder so. Ja. Letztendlich war es aber nur das, was mir dort eben dann gesagt wurde. Und wie gesagt, die WWF hat damals lange, lange im Voraus geplant. Ging also zum Teil wirklich 4, 5, 6, 7 Monate, wo das im Voraus die Storylines geplant waren. Weil es eben auch nicht so viel Nachwuchs
gehabt wie heute, sodass man sich eben doch auf seinen Kader dort irgendwo gestützt hat. Und deswegen war das sicherlich auch einfacher als bei den, ich sage jetzt mal überspitzt, 100.000 Leuten, die sich jetzt da in der Szene umtreiben. Wow. Und dadurch kamen dann eben viele Sachen oder dann eben, wenn die auf der Tour waren, wenn man sich dann hingesetzt hat, dass die eben einen verraten haben, haben wir das und das passiert und so weiter und so fort. Was man dann eben aber sehr vorsichtig einbauen musste, denn zum Teil, deswegen hatte ich mir damals auch immer den Grundsatz gemacht, ich verwende etwas nur, wenn ich das von drei verschiedenen Leuten von der WWF höre, denn dann konnte man sicher sein, dass das eben, wie soll ich sagen, einem breiteren Kreis der Wrestler bekannt war. Wenn man das nur von einem gehört hat, was manchmal auch der Fall war, dann habe ich die Sachen immer liegen gelassen, weil man wusste nie, ob das vielleicht auch gezielt gestreut wurde. So nach dem Motto, mal gucken, wenn die Information rauskommt, dann wissen wir, Wrestler so und so hält nicht die Klappe und dass er dann Schwierigkeiten bekommen hat. Deswegen hatte ich mir immer den Grundsatz gemacht, wenn ich das von drei Leuten höre, unabhängig voneinander, also jetzt meinetwegen nicht von Luke und Butch, von den Bushwackers, das waren für mich dann eine Person, aber wenn ich das eben von drei Leuten unabhängig gehört habe, dann hat man die Information verwendet, ansonsten hat man sie dann in der Versenkung verschwinden lassen. Und das lief dann aber auch ähnlich wie mit, also das vorhin angesprochen, dass zum Beispiel Shawn Michaels an der Bar gekokst hat zum Beispiel oder sowas. Wie ist man an solche Infos gekommen? Ich meine, heute machst du Instagram auf und jeder postet das in seiner eigenen Story, was er gerade macht und postet auf Facebook, wo er gerade ist und in welchem Gym er gerade ist und was weiß ich. Aber wie ist das damals gelaufen? Wie kam man an solche Infos? Wenn man nicht ganz blind war, sag ich mal, und die Jungs waren damals noch so leichtsinnig, dass also Koks habe ich nie gesehen, aber dass sie sich dort eben auch welche Pillen reingeschmissen haben oder sowas und dann, also weiß ich, um 8 Uhr noch ganz normal waren, in der Zwischenzeit ein Bier getrunken haben, aber um 8:30 dann eben, was weiß ich, die Augen total glasig waren und alles mögliche. Hier, dann wusste man eben, auch wenn man es nicht direkt gesehen hat, dass sie sich da was reingeschmissen haben, aber oftmals konnte man es sehen, oftmals haben sie es mehr oder weniger öffentlich gemacht und also das, wenn man damals in den Bars war, dann hat man das mitgekriegt oder ja, aber wurde sowas auch von den USA aus direkt quasi berichtet oder muss man da wirklich? Also ich habe das, wenn ich das hier in Deutschland mitgekriegt habe, in Amerika, gut, ich war ja sehr oft zu dieser Zeit in Amerika, da hat man das dann eben auch mitgekriegt. Ich erinnere mich an eine Situation, na, die ist bekannt, von daher kann ich es auch erzählen, wo Sean nach der Veranstaltung bei Rappen in Your House Pay-Per-View nach oben ging. Eine Viertelstunde später noch ganz normal runterkam, dann in die Bar ging, dann nach einer Viertelstunde, halbe Stunde dort irgendwo so die Augen brachen und er so rumlallte und so, dass dann Road Dogg und ich weiß nicht, wer der zweite war, ihn dann wieder ins Zimmer hochgebracht haben und er dann noch nicht mal eine kleine Stufe alleine gehen konnte. Also, und das haben auch Fans von ihm mitgekriegt, die dann, ja, junge Mädchen, die dann da auf einmal rumheulten, weil sie eben mitkriegten, dass ihr Idol dort eben auf einmal dann total stoned war und so. Also man hat viel, viel mitgekriegt, wenn man dort war, denn die waren wirklich sehr leichtsinnig. Ja, und zum Teil hat man das eben auch von anderen dort erfahren oder wenn man Backstage war, wo dann mal der eine sich dort irgendwelche Pillen von dem anderen hat geben lassen und so. Aber deswegen hatte ich gesagt,
sagt eben, was privat ist, ist privat und das kommt nicht ins Heft rein. Und die Jungs haben das dann eben irgendwo auch gemerkt. Und da wurde dann auch, wenn ich da war, sich nicht unbedingt ganz anders benommen, als wenn sie unter sich waren. Hast du? Und sie wussten auch, wenn ich das vielleicht sagen darf, wenn ich dort auch nur irgendeine Sache veröffentlichen würde, dass dann alle Jungs zugemacht hätten. Mhm. Und sie wussten auch, dass ich auf die Informationen von denen angewiesen war. Ja. Also war immer so eine gewisse unterschwellige Drohung. Veröffentlichst du irgendetwas, was jetzt uns wirklich schadet, dann dann mach dich mal aus dem Staub. Das wollte ich mich gerade ansprechen. Die Zensur, also hattest du selbst auch erfahren, dass manchmal die WWF damals gesagt hat, nee, bitte darüber aufpassen, nicht schreiben oder gab es irgendwann mal Kontakt von denen gegenüber dir, die geschrieben haben, Wolfgang Stach, bitte das nicht bringen oder wir haben das zu Ohren bekommen, dass das in deinem Magazin stand? Oder war das immer professionell und gab es da nie Probleme? Am Anfang wurden wir sogar auf die schwarze Liste gesetzt. Da hat Matt Miller, das war so einer der führenden Road Agents dort, der hat dort an alle Wrestler geschrieben, nach Absprache mit ganz oben, dass bitte keine Interviews mehr an Wolfgang Stach Power Wrestling gegeben werden sollen, weil denen passte eben nicht, dass ich relativ offen berichtete, also dass der Undertaker Mark Calloway war und nicht von Parts Unknown stammte, sondern eben aus dem Texas geboren war. Das passte denen alles nicht, dass eben dieses K-Fape wurde. Und da wurden wir also auf die schwarze Liste gesetzt und wir durften dann eine Zeit lang keine Interviews kriegen oder den Wrestlern wurde geschrieben. Einige haben dann trotzdem, wie Goldust, also trotzdem mir dann weitergegeben. Einige andere auch. Einige andere zogen sich dann zurück und wollten dann sogar nicht mehr mit einem gesehen werden. Unter anderem auch ein Davey Boy Smith, der dann zeitweise den Schwanz einzog. Also es war eine Zeit lang recht hart. Einmal, ich war irgendwo, ich glaube, das war sogar in Milwaukee, Volt war, als ich vor Bravo noch da war, was sie damals alle nicht wussten. Ich hatte mir nie Tickets vorausgekauft. Es wurden immer so viele Managementkarten zurückgehalten, die dann am Tag der Veranstaltung in den freien Verkauf gingen, sodass man immer noch auch erste, zweite Reihe vor Ort erwerben konnte. Und als ich dann mal für Reihe 1 was kaufen wollte, hatte der Mann Miller das gesehen und der kam dann angerannt und sagte, nein, der Stach darf die Karten nicht kaufen. Da habe ich dann irgendwo in Reihe 7 oder Reihe 8 gesessen, was da eigentlich noch blöder von dem war, weil die dachten, ich würde dort Fotos aufmachen, aber wenn man in Reihe 1 sitzt, dann sieht man eher, wenn man da irgendwie mal heimlich oder Fotos machen will, als wenn man in Reihe 8 sitzt und da vielleicht von da aus, von weitem, dann nochmal ein Foto dort macht. Also das war eine Zeit lang sehr, sehr schwierig, bis dann, es wurde auch von deutschen Verantwortlichen, von den deutschen Offiziellen zum Teil große Scheiße erzählt. Namentlich jetzt nicht unbedingt nennen, aber dürfte ja eigentlich allgemein bekannt sein, der damals bei der WWE dort offizieller Kommentator auch war. Und auch von seitens von Mama Konzerts, von einer Dame wurde ziemlich viel Mist erzählt. Und das war eine schwierige Zeit, bis dann der Zufall alles wieder änderte. Und der Zufall war, dass ein Independent-Wrestler gestorben war. Der, ich weiß nicht mehr, wer das war, der war jedenfalls sehr bekannt. Und der Manager von ihm hat dann ungefähr 30 Leute informiert, darunter auch mich. Er hatte dann aber alle Namen in CC reingeknallt.
und nicht in BCC. Ja. Und ich habe natürlich alle Namen kontrolliert und mir die E-Mail-Adressen notiert. Und da fiel mir auf einmal auf, oder Linda McMahon war da auch drin, die war aber nach einem ganz anderen Schema ihr Name als die WWE. Die waren damals immer, ich sag mal, offizielle Adresse von der Linda war linda.mcmahon@wwfn.com. Und sie war da unter Linmac so und so, war sie angeschrieben worden. Ja, und dann dachte ich mir einfach mal, probier doch mal einfach sie anzuschreiben. Ja, und so bin ich dann in Kontakt mit ihr gekommen. Vorher hatte ich schon hatte ich sie mal per Fax angeschrieben, aber das hatte noch nicht so richtig hingehauen. Aber dadurch, dass ich dann ihre direkte E-Mail-Adresse hatte, die also nicht vom Sekretariat abgefangen wurde, bin ich direkt mit ihr ins Gespräch gekommen und habe dann auch mal so ein bisschen was geschrieben, hat mir dann ein Freund, der im Amerikanischen perfekt ist, hat es dann übersetzt. Zwar mein Englisch ist nun doch nicht unbedingt so gut, dass es hier, wie man sagt, auf professionellem Niveau ist. Der hat mir dann einige Sachen über Deutschland übersetzt. Auch es waren damals die Verhandlungen, neue Verhandlungen mit Sky, dass es dort irgendwo weitergehen sollte, aber das war dann in den schon Ende der 90er Jahre. Auf jeden Fall ist so dann mit der Zeit das gewachsen, so dass Linda McMahon dann, das war so 96, 97 war das dann, ein Fax an alle geschickt hatte, auch an mich, dass die Probleme mit Power Wrestling geklärt werden. Die WWF habe ein Relationship mit Power Wrestling und dass ab sofort mir jeder Wunsch nach einem Ticket und nach Fotoerlaubnis zu gestatten wäre. Ja, und damals, dadurch fing das dann alles an, dass sich die ganze Sache normalisierte. Und wir eine Zeit lang eben eine sehr enge Kooperation mit der WWF hatten, die dann ja auch in den Fanfesten gipfelte und so. Also das war eben wirklich Glück, dass man da eben über diese durch die, ich sag jetzt mal, Zufall, Dummheit, ja. Denn wenn ich nicht an ihre private E-Mail-Adresse oder ihre durch E-Mail-Adresse gekommen wäre, dann weiß ich nicht, ob sich das Verhältnis so schnell gebessert hatte. Vince hat auch nur durch eine ganz andere E-Mail-Adresse als die offizielle. Damit habe ich dann am Ende, als das mit dem WWE-Magazin, als wir das rausgeben, endete und eine Offizielle dort ziemlich viel Theater machte, habe ich dann ihn dann auch einfach selber angeschrieben und habe dadurch eben auch einiges erreicht, was sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Aber und das hat ich dann offiziell auch verraten. Aber der ist nicht mehr bei der WWE, also kann dem auch nichts mehr passieren. Was mir bei Power Wrestling immer aufgefallen ist, weil wir gerade über die Fotos gesprochen haben, hattest du nie von der WWE oder WWF irgendwelche offiziellen Fotos bekommen, weil immer, was war jetzt nicht nur ich, der das so gesehen hat, gab immer wieder Leute, die gesagt haben, das sind doch Fotos von schlechter Qualität oder kriegen die keine besseren Fotos für ihr Cover, für ihr Magazin? Das muss jetzt wirklich so gewesen sein, dass du von der WWF überhaupt keine Fotos beziehen konntest, oder? Die haben nichts, damals gar keine Fotos rausgegeben. Bravo Sport hatte dann einen Fotografen, Russell Turiak hieß der, das war einer von diesen, wie heißen die nochmal, die da eben, ach, komm jetzt nicht auf den Namen, aber diese Foto-Heinis, die da eben diese auch, was weiß ich, prominente
dort eben auflauern, da Fotos von denen zu machen. Das war einer von den ganz bekannten Fotografen. Der hatte auch einige der wenigen Fotos von dem Christopher Reeve gemacht, nachdem der da gelebt war und so. Und der hatte dann für die Bravo Sport Fotos gemacht. Und mit Bravo Sport hatte ich dann die Vereinbarung, wenn die Fotos, die er hat denen dann so einen ganzen Schwung rübergeschickt, die Fotos, die sie nicht gebrauchen können, die darf ich dann gebrauchen, dann wurde es ein bisschen besser. Mhm. Aber offizielle Fotos von der WWE waren ein absolutes No-Go. Die WCW war da etwas großzügiger. Den Dieter Kapp hatte ich damals für 1 Euro war das dort, 1 Mark dort jede Menge WCW-Fotos abgekauft, aber die WWF hat überhaupt kein einziges Foto rausgerückt. Deswegen waren die Qualität immer, so, man kann sagen, zum Teil ziemlich beschissen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen trotzdem jetzt mal zum Euro-Wrestling. Abgesehen von der CWA, wie bist du zum Euro-Wrestling gekommen, Wolfgang? Mehr oder weniger Zufall. Also ich habe dann irgendwann den Peter, also Hate, kennengelernt und habe mich auch immer ganz gut mit ihm verstanden und wir verstehen uns auch heute nach wie vor sehr gut, auch wenn wir nicht mehr so viel Kontakt miteinander haben, aber wenn was ist, der eine ist immer für den anderen da. Und ja, so bin ich dort ein bisschen in die WXW reingekommen. Die ACW hatten wir ja so ein bisschen Kontakt. Der kam, weiß jetzt gar nicht, ich glaube über Uwe war das, das war ja aus Mannheim, war die ACW ja da. Der Dings Madusa war ja, glaube ich, auch mal, weiß ich nicht, war das bei der ACW bei einer Veranstaltung. Die hatte der Uwe ja mal nach Deutschland rübergeholt. Ja, und da kam dann eben auch zur ACW so ein bisschen Kontakt, aber der ist dann mehr von dem Herrn Giljohan an, der damals ja noch lebte und der auch das Internet machte und so. Der hatte dort irgendwie zu Dirk und so einen ganz guten Draht gehabt. Wie das kam, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, weiß ich auch nicht mehr so genau, weil das lief eigentlich alles hauptsächlich zwischen Dirk und dem Herrn Giljohan, auch dass wir da mal ein Fanfest veranstalteten uns. Aber hauptsächlich war mein Kontakt eben auf Peter begrenzt und der kam eben durch persönliches Kennenlernen zustande. Also ich kam ja überhaupt ins Euro-Wrestling durch die Power-Wrestling quasi. Also klar, ich habe vorher bei Kovac trainiert in Wien und habe dann über die Power Wrestling von der IWW erfahren in Hannover und dass die da halt eine fast öffentliche Battle Royal, also eine Rookie Battle Royal anbieten und bin dann so mit Stefan Haupt in Kontakt gekommen und Hate kannte ich vorher natürlich auch schon. Und ja, so kam ich ins Euro-Wrestling und ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, aber das war auf jeden Fall auch über Hate. Ich meine auch, das wäre so irgendein Essen irgendwo gewesen, meine ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit Hate mal in Oberhausen war bei einer, ja, ich glaube WWF oder WWE Show und ich weiß, dass wir da, also ich weiß, dass zumindest Christian Bruns da war, dass wir da nachher im Zentro noch irgendwie zusammen essen waren und eventuell war das da. Nein. Ich weiß es wirklich nicht mehr, also Euro Wrestling, ich hatte auch mit Stefan Haupt, hatten wir ja auch ein bisschen Kontakt mit den mit seiner IWW, aber
Ich muss also sagen, ich hatte da viel, hat auch Christian zum Teil gemacht und es gab auch einige andere, die da so zugearbeitet haben. Ich hatte also mit dem Euro-Wrestling, wenn, dann hatte ich mit Peter zu tun, war auch auf den Veranstaltungen, hatte da ja auch mal Robbie Brookside verpflichtet, wo er gegen Rolf antreten sollte, der dann aber mit irgendeiner bisschen seltsamen Begründung abgesagt hat. Was der genaue Wortlaut war, weiß ich nicht mehr, aber da hat Robbie dann auch noch ein bisschen geshootet dort in Essen gegen ihn. Also, Peter hat ja oftmals auch Amerikaner, man weiß noch, dann mit Sandman, eine der positivsten Überraschungen in der ganzen, in meiner ganzen Wrestling-Karriere, natürlich in Anführungsstrichen. Aber sonst übers Euro-Wrestling, ich habe mich da, der Gil Johann, der hatte sich da auch ein bisschen mehr noch engagiert gehabt, weil es damals auch mal von ihm den Plan gab, ob man nicht schaffen könnte, so eine deutsche Wrestling-Promotion aufzubauen als Gegenstück zur WWF oder zumindest, dass man dort, dass die ganzen Promotions sich dort bisschen zusammentun und kooperieren, aber das ist dann zum Teil daran gescheitert, man muss es so sagen, dass oftmals die Chefs, sag ich mal, der kleinen Promotions sich als zweiter Vince McMahon fühlten, dort meinten, dort alles besser zu wissen, alles besser zu machen, was dann zum Teil dazu führte, dass in einer Stadt der eine Wrestler ABC absolute Heel war und nur 80, 90 Kilometer weiter das absolute Publikumsliebling, der absolute Publikumsliebling war und dass man dort eben überhaupt kein, wie soll ich sagen, ein bisschen Ordnung oder System dort reingekriegt hätte. Und was auch meines Erachtens einer der Gründe war, warum so viele gescheitert sind und warum viele dort heute auch gar nicht mehr existieren. Weil jeder meinte, sein eigenes Süppchen kochen zu müssen. Und ja, wenn der da schon Champion ist, kann er bei uns nicht Champion sein. Und da muss er auf der anderen Seite stehen. Und ich will den und den als Champion haben. Ja, und so gab es dann eben, was weiß ich, ich sag jetzt mal, 10 Promotions, 15 verschiedene Champions oder sowas. Ja, so, ja aber was eben das heißt, das war, diese Idee kam ursprünglich von Klaus Giljohann im, so in der Zeit 2000, 2001, also wahrscheinlich, wo du gerade mit der WXW in Kontakt getreten bist. Ja, so eine ja. Ecke, weil Gilliman ist ja, meine ich, 2001 oder so irgendwo in der Gegend auch gestorben, also so Ende der 90er fingen da mal so die Gedanken an, dass man da ein bisschen was machen konnte, auch mit den Berlinern, die das ja noch mit am professionellsten dort alles irgendwo machen und mit auch oder damals, heute sind sie leider auch nicht mal so aktiv, wie sie früher waren, aber sie waren auch zu vielen Schandtaten, sage ich mal, bereit. Aber es gab dann eben einige, die wollten überhaupt gar nichts machen, die waren überhaupt gar nicht gesprächsbereit. Und wie gesagt, die Veranstaltungen von 70 Leuten aber meinten, dort kurz vor dem Aussprung zu stehen, dass sie dort die Lanxess-Arena anbieten konnten. Aber verstehe ich das richtig, dass du eigentlich ja das Euro-Wrestling immer so ein bisschen nebenbei betrachtet hast und das eigentlich eher anderen, wie sagt man, übergeben hast, das zu betrachten? Sehe ich das richtig, oder? Das stimmt. Zum Teil auch aus dem Grunde, weil ich ja der lange Zeit der Einzige war, der das Heft gemacht hat, bis dann irgendwann Ende der 90er oder Anfang der 2000er Christian mit ins Boot kam und
klingt immer blöd, aber so ein Heft ist in einer anderthalb Stunde zusammen oder durchgelesen. Aber bis man das alles geschrieben hat, bis man die Informationen hat, bis man das hat, bis man jenes hat, da hängen etliche 100 Stunden an so einem Heft. Ja. Es gab damals praktisch, war ich der Einzige, der vorkam. Betty hat ab und zu mal ein bisschen was gemacht, aber bis Christian kam, war ich der Einzige, der alles gemacht hat. Und in der, sage ich mal, in der Hochzeit, wie viele Mitarbeiter hast du, oder mit natürlich auch Ehrenamtliche, wie viele Mitarbeiter arbeiten da für Power Wrestling so im Schnitt? Also wenn sind das so 4, 5 und vielleicht in der Spitze waren es mal 6, 7, 8 oder sowas, aber mehr im Prinzip nicht. Was ich vielleicht, bevor wir mit dem Euro Wrestling weitermachen, was mich interessiert ist, ich habe gelesen, 450 Abonnenten gab es damals bei den WFA News. Ich meine, das ist ja schon eine stolze Zahl. Du hast dann gesagt, Power Wrestling ging dann schon in den vierstelligen Bereich. Was kostet, ich weiß nicht, in welcher Auflage ihr Power Wrestling dann drucken habt lassen, aber was kostet zum Beispiel so ein Druck einer Auflage? Weiß ich nicht, vielleicht 2.000, 3.000, ich weiß nicht, wie viele Auflagen da gedruckt werden, ich bin da nicht im Fach. Aber was kostet so ein Druck? Na gut, damals als es war auch eine ganz andere Papierqualität, das war sehr einfaches Papier. Also das war, konnte man in jedem größeren Copyshop konnte man das machen. Die konnten dann die Hefte dort im normalen Papier zusammenheften und so. Als es dann ins freikaufbare Heft ging, also im ganzen Handel, dann wird es also schon teurer. Ich weiß die Preise von heute nicht mehr, aber wenn du heute dort ein Heft eine 20.000 Auflage, wird natürlich immer billiger, je höher die Auflage ist, aber eine 20.000 Auflage zum Beispiel, da zahlt man heute noch immer seine 8.000 bis 9.000 Euro und das ist noch nicht mal eben das beste Papier, sondern eben eine gute Papierqualität, aber es ist also nicht so, wie viele Leute sich vorstellen, dass man da so ein Heft, was weiß ich, für 5 Cent das Heft oder irgend sowas gedruckt kriegt, dann musst du doch schon in der Auflage sein von, weiß ich, 100.000 oder sowas. Und wo du gerade darauf fragst, ansprichst, viele Leute denken sich ja auch immer, guck mal, 5,90 € kostet das Heft. Der Stach verdient an jedem Heft 5,90 €. Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre, aber dann kommt der Druck, das kommt dazu. Was kaum einer weiß, der Grosso, also die Grossisten und Einzelhandel, die kassieren alleine schon, ich sag mal, fürs Nichtstun, außer das Heft eben an den Einzelhandel zu liefern und die es dort in die Regale stellen, verdienen die 50%. Also sind rund 3 € sind schon mal weg. Dann kommt noch der Vertrieb, das ist auch ein vierstelliger Betrag, den der Vertrieb bekommt. Es gibt dann eben, man muss seine Schreiber muss man dort bezahlen, man muss Porto für die Abonnenten dort bezahlen, denn die Post macht das Heft ja, verschickt das Heft ja auch nicht alleine. Also wenn dort bei, je nachdem, wie gerade auch die Verkäufe sind und so, wenn dort letztendlich 20 bis 25 oder auch mal 30 Cent pro Heft hängen bleiben, ist das durchaus ein üblicher Betrag. Also kann man sich vorstellen, dass selbst in der Spitzenzeit, wo wir bis zu 25.000 Hefte verkauft haben, natürlich weitaus mehr hängen blieb als heute, aber dass das auch beim geringeren Preis von 4
Euro, das ist dann umgerechnet 4 Euro, das ist jetzt keine 80.000 Euro waren, die mir jeden Monat aufs Konto dort geflossen sind. Das wäre schön, aber wie gesagt, also 25 bis 30 Cent pro Heft ist also durchaus ein üblicher Preis, der oder üblicher Erlös, der beim Verlag letztendlich hängen bleibt. Würdest du sagen, in der jetzigen Zeit lohnt es sich da überhaupt noch ein Printmedium zu machen? Es wird immer schwerer. Power Wrestling hat deshalb überlebt, du hast ja gesehen, alle anderen Magazine, WWE-Magazine, hat schon dreimal schließen müssen. Auch andere Magazine in anderen Ländern haben zugemacht. Power Wrestling hat nur deshalb überlebt, weil Christian und ich das Heft quasi alleine machen. Wir also keinen großen Kostenfaktor hinter uns haben. Wir noch immer vergleichsweise sehr viel Abonnenten haben. Vor allen Dingen gegenüber dem freien Verkauf. Es ist eine sehr große Zahl an Abonnenten, die wir noch haben. Und Abonnenten sind eben das Herz eines jeden Verlags, weil diese ganzen 50%, die an den Grosso und den Einzelhandel gehen, die kann man quasi selber einsacken, mit Ausnahme des Portos und der 800 Euro, die man einmal im Jahr immer an die Post bezahlen muss. Frag mich bitte nicht warum, aber jedes Postvertrieb, wenn du ein Heft hast, wo du so Postvertriebskennzeichen hast, musst du 800 Euro im Jahr an die Post bezahlen. Aber dennoch bleibt eben, sind diese Abonnenten quasi das Herz des Ganzen. Und ohne diese vergleichsweise doch recht hohe Zahl an Abonnenten, die man, glaube ich, durch ein neues Magazin überhaupt gar nicht mehr kriegen würde, weil wir haben auch viele Abonnenten, die wirklich von den 90er Jahren noch bei uns sind oder die auch heute 15, 20 Jahre Abonnent sind, würde man Printmagazin, ist, glaube ich, für keinen mehr etwas, womit man auch nur einen Cent Geld verdienen kann. Also ich glaube, in der Schweiz finde ich kaum noch Kioske, wo es die Power Wrestling zu kaufen gibt. Ja, nur am Bahnhöfen, in den großen Städten und an den Flughäfen, da gibt es das Heft eigentlich noch und dann so Basel, Zürich auch an den Bahnhöfen gibt es das Heft eigentlich auch noch. Mhm. Ansonsten vielleicht eine Handvoll irgendwie internationale Kioske, normale Kioske auch in kleineren Städten oder erst recht kleineren Orten wird es wahrscheinlich Power Wrestling nirgends mehr geben, wobei jeder Händler grundsätzlich das Heft auch nach wie vor besorgen kann, weil in der Schweiz, in Österreich gibt es genau die gleiche Regelung wie bei uns mit den Grossisten, die Hefte verteilen. Jeder Händler kann oder jeder Trafik in Österreich, da kann man seinem Grossisten anrufen und sagen, ich möchte eine Power Wrestling Ausgabe und in der Regel hat er die auch am nächsten Tag, weil die Grossisten sich immer eine Reserve von 5 oder 10 Heften offen halten und die dann verteilen, wenn dort jemand gezielt nachfragt. Ja gut, ich werde dann im September mal am Flughafen in Zürich nochmal schauen, ob es da zu kaufen gibt, wenn ich in die USA fliege. Aber optimist. Ja, also ich. Kurz noch etwas. Ich habe mich auch hier alles offen, was Power Wrestling betrifft. Also ich habe da gerade gelesen, die allererste Power Wrestling Ausgabe erschien im Februar 1995 im Zeitschriftenhandel. Diese Magazin erschien zum erst zweimonatlich mit 36 Seiten und später dann ab 98 wurde aufgrund der steigenden Verkaufszahlen das Magazin monatlich verkauft. Ab wann hat sich bei Power Wrestling vom Design her großartig was geändert? Also ich glaube, ihr habt dann irgendwann einmal
Hochglanz, gab es dann schon ein Hochglanz-Cover zu einem gewissen Zeitpunkt? Ja, es gibt immer verschiedene Hochglanzcover. Also es gibt dann eben ein wirkliches Hochglanz-Cover, aber das hatten wir immer nur mal so für eine, bei der 100. Ausgabe, glaube ich, und so. Ansonsten ist das zwar auch Hochglanz, aber das ist eben, wie soll man sagen, der Hochglanz wird vor allen Dingen durch das dickere Papier kommt ja zustande. Ja, es ist, wie gesagt, das Papier heißt Hochglanz, aber Hochglanz verstehe ich, also wenn noch so ein Lack drauf ist oder Ja. sowas. Aber das ist zu teuer, das kann man sich, da zahlst du auch bei der jetzt geringeren Auflage, da zahlt man noch immer so 900 oder 1000 Euro bloß für einen Lack, also das lohnt sich dann beim besten Willen nicht mehr. Ja, gut. Die ersten Ausgaben hatten wir noch so ein richtig dickes Papier, so etwa wie Geo, also irgendwo so ein 120 Gramm Papier oder sowas. Hat mich die Druckerei auch übers Ohr gehauen. Hat ja direkt um die 100.000 Euro Miese nach den ersten drei Heften. Bin ja auch für die Jungfrau zum Kind dazugekommen, hat ja über Druckerei so überhaupt kein großes Wissen, der Unternehmensberater, den ich hatte, der hat dann irgendwelche Scheiße gebaut. Er hat dann irgendwelche Türken übers Ohr gehauen, die dann ihn gejagt haben und so. Und da stand ich dann auf einmal 6 Wochen vor Erscheinungstermin des ersten Heftes ganz alleine da. Und hieß es nur, entweder ziehst du es durch oder du ziehst es nicht durch. Ich habe es einfach mal durchgezogen. Ja, das Design der ersten Ausgaben, wenn man das sieht, ist natürlich auch, ja, unterirdisch. Ja, man ist dann immer durch irgendwelche Kontakte, die man zum Teil auch durch Waschläden geknüpft hat, habe ja auch noch nach wie vor für den DDP, also Journalismus, gemacht. Da lernt man ja auch dann Leute kennen, die dann eben das verbessert haben oder man hat da gehört, haben wir, der macht es ganz gut und macht es auch relativ günstig. Denn so ein Designbüro oder sowas hätte ich mir auch zu Hochzeiten nie leisten können. Da wäre das Heft auch damals schon nicht mehr lukrativ oder attraktiv gewesen. Ja, und so ist dann mit der Zeit, hat man dann eben immer Schritt für Schritt gemacht. Bis wir jetzt hier da einen Layouter haben, der wirklich, glaube ich, sehr gut ist, der das auch sehr ansprechend dort macht. Aber das war ein wirklich langsamer Schritt, auch wenn man sich die Cover mal anschaut, wie die früher waren, wie die sich entwickelt haben. Also bei einigen, da frage ich mich heute noch, wie ich überhaupt auf die Idee kommen konnte, das mit so einem Cover In die Öffentlichkeit zu auf. gehen. Aber man muss natürlich auch sagen, damals war zum Teil eben, wenn man heute, ich sage jetzt mal, ist wie ein bisschen mit den Beatles. Wer die heute hört, der weiß, er fragt sich immer, wieso, wie konnten die damals so erfolgreich werden? Aber das ist natürlich auch immer, kommt auch immer auf die jeweilige Zeit an. Also auch ein Cover, was vielleicht 2000 durchaus ankam, was durchaus auch noch so gefragt war oder von den Leuten gewünscht war, das würde heute wahrscheinlich absolut nicht mehr ankommen. Aber das ist wie mit jeder Musik. Gut, ich will mich jetzt nicht mit den Beatles um Gottes Willen nicht vergleichen, aber stell dir mal vor, die Beatles hören heute da mit Hard Day's Night oder Hoppla di Hoppla da kommen. Also ich glaube kaum, dass die auch nur annähernd so einen Erfolg hatten. Wie gesagt, man muss alles aus der Zeit betrachten und eben auch die damaligen Cover, wenn man sich manchmal nur Tapeten ansieht, was Leute hatten oder Kleidung, die die anhatten, da fragt man sich auch, du lieber Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Und so war das zum Teil eben auch mit den Covern, wo man heute drüber lächelt, aber die hatten damals durchaus Bewandtnis noch, sonst wären sie auch nicht so gemacht worden, obwohl, wie gesagt, so richtig professionell
würde ich sagen, sah auch damals noch anders aus. Aber es war eben immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Man musste immer aufs Geld auch achten, weil es gab ja auch Zeiten, wo das Wrestling eben nicht mehr so populär war, wo man dann auch einmal dort, als wir anfingen, begab ja mal eine Zeit lang, wo wir auch schon wollten und wo wir gebeten haben, nur noch ein Abo, dass wir nur noch als Abo-Heft erscheinen und die Leute gebeten hatten, dort eben Abos abzuschließen. Wo dann einige sagten, ja, das wäre absichtlich von mir geschehen und wir gar nicht vorgehabt hätten, ins reine Abo-Geschäft zu gehen. Das stimmt aber nicht. Wir waren damals wirklich kurz vorm Ende. Ja, die Schulden haben sich aufgehäuft bis zum geht nicht mehr. Und es war dann wirklich kurz vor dem Ende des Heftes. Und wäre man rein ins Abo-Heft gegangen, wären wir heute auch nicht mehr da gewesen. Das Glück war dann, dass wir durch einen absolut blöden Zufall bei RTL 2 den Präsenter dort bekamen. Da hat die WWE oder WWF damals, glaube ich, noch gepennt gehabt. Die hatten keinen Präsenter, hatten sich auch nicht kein Verbot in den Verträgen mit den RTL 2 vereinbart, dass also niemand anders aus dem Wrestling-Sektor werben darf. Heute haben die das ja in Sky und so, dass da, oder früher Sky, jetzt ProSieben Max, dass da eben kein Wrestling-Titel oder nichts mit Wrestling dort im Umfeld von der WWE dort Werbung schalten darf. Dieser Präsenter, der damals auch recht billig war, der hat uns damals wieder nach oben katapultiert. Denn als es dann auf einmal hieß, diese Sendung wird euch präsentiert von Power Wrestling, eurem Wrestling-Magazin, ja, dann ging es wirklich ab. Da ist wirklich ein richtiger Boom ausgelöst worden. Aber wäre uns das nicht gelungen, war auch nur 2 oder 3 Monate, dann hat die WWE dort uns da gegen freie Werbung zu anderen Zeitpunkten haben sie uns den Präsenter wieder abgekauft. Aber wäre uns damals dieser Coup nicht gelungen, wäre Power Wrestling heute wahrscheinlich tot. Wenn dann einige sagen, ja, das wäre damals nur ein Trick gewesen. Das war so absolut kein Trick. Also ich wusste damals, ging so weit, dass ich zum Teil die Miete für die Wohnung gar nicht mehr zahlen konnte und dann von Leuten Geld leihen musste, damit ich hier nicht 2 Mietern im Rückstand war, dass dann eben der Vermieter dann einen hätte fristlos kündigen können. Das war damals also wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge und bei RTL 2, ja, da gäbe es das Heft nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob ich dann noch hier die Wohnung hätte halten können. Ist also keine Luxuswohnung oder jetzt irgendwie 7.500 € Miete im Monat oder so, aber das sah damals also äußerst beschissen, auf gut Deutsch gesagt, aus und deswegen tat das auch ein bisschen weh, wenn dann einige Leute einem gesagt haben, ja, ihr habt uns ja nur Bedrohung, euch gibt es ja doch noch weiter und. Wie gesagt, das war einzig und allein diesem Coup bei RTL 2 zu verdanken, der uns dann nach oben katapultiert hat. Was ich gerne noch fragen möchte, ich habe jetzt die Timeline hier von Power Wrestling. Das heißt, aktuell gibt es Power Wrestling sowohl als Printmedium, aber natürlich auch auf Wunsch als virtuelles Medium. Das heißt, wenn einer zum Beispiel sagt, ich bin querschnittgelähmt, ich komme nicht zur Trafik, ich möchte mir das gerne am Computer anschauen, ist das auch möglich? Ja, E-Mac gibt es ja jetzt seit einigen Jahren, das hat der Christian gemacht. Jetzt weiß ich allerdings, es ist also eine absolute Minderheit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel E-Macs es gibt. Einige, aber nun auch nicht so viel, wie wir es eigentlich erhofft haben. Aber was ich jetzt im Moment feststelle, aus irgendwelchen Gründen, wo ich selber nicht genau weiß, warum, im Moment zieht es also überall an, sowohl was E-Max anbelangt, zwar jetzt nicht viel,
Spiel, ein, zwei, vielleicht eine, ein, zwei Wochen. Aber sonst gab es Monate, da ist überhaupt kein E-Mail gekommen. Oder auch jetzt in Test-Abos oder auch in neuen Abos. Es hat also in letzter Zeit an Nachfrage deutlich zugenommen. Und ich weiß nicht warum, ob das jetzt durch AIW kommt oder ob jetzt einfach wieder der Trend, ist ja wie eine Sinuskurve, war immer zu beobachten. Es gab immer mal irgendwo, da war es ja ganz unten, dann ging es auf welchen Gründen wieder nach oben. Im Moment befindet sich die Sinuskurve wieder im Aufschwung. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Trotz Corona, freiem Verkauf haben wir also auch deutlich zugelegt noch. Und wobei man das jetzt auch nicht so genau weiß, viele kleine Geschäfte ab zu. Und dann, wir sehen immer nur die Scannerkassenverkäufe. Also wenn das durch so einen Scanner irgendwo gezogen wird, im großen Supermarkt oder am Flughafen, das wird dann eben dem Vertrieb gemeldet. Und das vergangene Heft war also deutlich höher. Jetzt wird es ein bisschen schwächer, aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass jetzt viele kleine Kiosken wieder aufmachen, die nicht dem Supermarkt angeschlossen sind, so dass man dann eben den Verkauf nicht direkt mitkriegt. Aber das ist irgendwie auf jeden Fall, was man Online-Bestellungen sehen, die sind also deutlich, ich würde sagen, durchaus so im 5-10%igen Plusbereich. Warum? Frag mich bitte nicht, ob es wirklich mit AIW zusammenhängt oder ob die Leute jetzt einfach nur neugierig waren wegen Corona und was in den USA passierte. Ich weiß es nicht, aber ist mir ehrlich gesagt aus Wurzbib egal, also, solange es nach oben geht. Denn die verkaufte Auflage, die ist innerhalb der letzten 3-4 Jahre um 40-50% gefallen. Das muss man leider dafür Christian und ich würden das nicht alleine machen. Wir sind im großen Verlag, wo man dann eben auch noch Haufen andere Kosten hat, Bürokosten und so weiter. Dann wäre das Heft jetzt auch schon, man muss es so sagen, zu. Was ich gerne... Die Epochen, es gibt, wir sprechen immer von den ganzen Epochen im Wrestling, wenn wir jetzt die WWF hernehmen, beziehungsweise die Golden Era in den 80er Jahren. Gab es da für euch auch von den Abonnenten, vom Interesse her, eher auch Flauten, wo man sagt, das war eine Zeit, da lief das Magazin nicht so gut, da war das Wrestling eher uninteressant. Ich spreche da so ungefähr, bevor die Attitude Era kam, da war so ein Loch. Wie hast du diese Epochen miterlebt? So sage ich mal, diese großartige Zeit mit Hogan, Warrior in der WWF und dann eben den Übergang in diese Attitude-Ära. Wie würdest du das so beschreiben, deine Zeit? Ja, es waren also, wir sind ja eigentlich sehr spät rausgekommen. Wir waren ja, als wir rausgekommen sind, war der Höhepunkt schon über. Ja, also du sprichst, man muss dann sogar schon in die WFA-News-Zeit zurückgehen, wo du eben dann noch gar nicht für Power Wrestling geschrieben hast. Ja, also sagen wir mal so, also 95, als wir mit dem Heft in den Handel kamen, da ging es eigentlich schon runter. Ja. Da hatte Christina Nil, die hat ja jede Menge Zeitungen, vor allem Magazine, die fing dann sogar schon an, ihre Magazine zum Teil einzustellen, weil die sich mal so verkauft haben. Wir hätten also eigentlich 1-2 Jahre eher starten müssen. Dann ging, aber es war ganz gut. Es lief also trotzdem noch alles sehr gut. Der erste Einschnitt kam dann so ein bisschen 99, als dann die WWE das letzte Mal in Deutschland war und dann auch im Fernsehen nicht mehr zu sehen war. Da gab es dann so den ersten Einschnitt. Das haben wir ja dadurch überlebt, dass wir die Fernsehberichterstattung deutlich ausgeweitet haben über Raw und SmackDown. Und Linda McMahon hatte dann ja auch, wer es hören wollte, erzählt, dass wir der WWE das Überleben in Deutschland gesichert haben. Weil die Leute, die konnten zwar nicht im Fernsehen sehen, aber die waren durch die Berichterstattung waren sie drin.
Und da ist uns dann auch, hat keiner mehr was gesagt, als dann George Napolitano oder Bill Otten uns Bilder geschickt haben. Was damals musste man ja die Namen geheim halten, aber das war dann eigentlich ersichtlich, als die uns dann beliefert haben, also auch die WWE, die musste wissen, wenn dann Ringside-Fotos kamen, dass das eigentlich nur von George Napolitano kommen konnte, weil außer ihm standen nur noch Japaner dort. Und das hat uns viel geholfen. Und es gab ja noch WCW, die hat auch noch zu dem Zeitpunkt geholfen. Der richtige erste Einbruch, der kam dann 2001, als die WCW verkauft wurde. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, nachdem wir viel zu WF rübergegangen sind, dass das sich nicht so sonderlich aufs Heft auswirken wird. Aber es hat sich gezeigt, dass CW-Fans doch ein ganz eigener Haufen waren, im positiven Sinne jetzt, dass die nichts mit der WWE anfangen konnten, auch wenn dann Ric Flair oder was ich, Scott Steiner, wie sie alle hießen, dann eben bei denen aufgetreten sind, die konnten nichts mit anfangen und da haben wir also 30-40% Leser verloren. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet oder Christian hat auch nicht damit gerechnet. Das war so einer der Punkte, wo es dann ganz rapide ging. Oder glaube ich, das war glaube ich auch zu dem Zeitpunkt von Männer 3 auf. Aber mal ganz hin umstellen wollten, bis die WWE dann rüberkam, wieder nach Deutschland kam. Das war so ein Ding. Ja, dann so Ende der 2000er ging es dann wieder nach oben, als es dann ja auch recht in Amerika immer dort ein bisschen erfolgreicher war und NWO-Zeit und die WWE dann mit der Attitude-Area dann wieder sich dort hochgeholt hat. Ja, dann kam so ein, ging es, empfiehlt es sich einigermaßen stabil, ja, und seit 5-6 Jahren geht es also deutlich nach unten, sowohl was die Qualität der WWE-Shows anbelangt, meiner Meinung nach, als auch was die Auflage und das Interesse am Wrestling anbelangt. Man sieht es ja auch an den Shows, die in Deutschland stattfanden, an den Zuschauerzahlen, an den Einschaltquoten, sieht man ja, dass die WWE nur beim besten Willen nicht mehr ankommt. Ja, und das war also so ein ständiges Auf und Ab. Und wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht durch AEW, weil die ziehen eben wohl doch, was man so den Eindruck hat, auch was so das Interesse der Leser, Leserbriefen, oder man sieht es ja auch an den Jahreswahlen, Chris Jericho erstmals, nein, nicht WWEler, als Wrestler des Jahres gewählt, oder auch bei viele andere, die AEWler, die ganz oben standen, die WWEler vom Platz 1 vertrieben haben. Das scheint also doch nochmal so ein bisschen Interesse ausgelöst zu haben. Und was natürlich belastet, ist auf gut Deutsch gesagt die scheiß Fernsehsituation. Und die aber zum Teil von den Offiziellen dort in Amerika falsch dargestellt wurde. Um da ein Beispiel zu nennen. Wir hatten damals in Zusammenarbeit mit Mama Konzert oder mit Marek Lieberberg. Dort sollte in Frankfurt ein riesiger, als die WWE wieder nach Frankfurt kam, ein riesiger Event stattfinden, wo sämtliche hohen Fernsehleute Deutschlands eingeladen waren. Und weil Marek Lieberberg die eingeladen hat, wären sie auch alle gekommen. Bis dann auf einmal der WWE-Offizielle in Deutschland, der ist nicht mehr hier, also von daher kann man das ruhig so sagen, das mitgekriegt hat und dann auf einmal total ablockte nach dem Motto, ihr macht die Konzerte, die fahren die Shows, aber ihr kümmert euch um gar nichts anderes. Ja, also wurde das wieder in Frankfurt ab.
abgesagt. Wie gesagt, da hatten alle auch hochrangige Leute von Sat.1, von RTL und so hatten hier kommen zugesagt. Und es hätte vielleicht eine Chance bestanden, die damals bei dem großen Sender unterzubringen. Und es fing schon damals ab 99, dass Linda McMahon totaler Scheiß erzählt wurde, dass man angeblich mit Sat.1, RTL, ProSieben in Verbindung stünde, es nur eine Frage der Zeit wäre, bis die WWE dort ausgestrahlt würde. Bis ich dann, es wurde auch mit Sky nicht gesprochen. Sky hatte mehrere Angebote oder Premiere, wie es damals noch hieß, hatte mehrere Angebote abgegeben, wurde aber noch nicht mal geantwortet seitens der WWE. Bis mir dann die Hutschnur gerissen ist und ich dann wieder über meinen amerikanischen Freund dort so ungefähr ein, ich würde mal sagen, 6-7 Seiten langes Statement an Linda rüberschickte, wie es in Deutschland aussieht. Dass es so aussah, dass ich zum Beispiel Kaufhof und Karstadt ausdrücklich in ihre Werbung Werbeverträge reinschreiben lassen, dass ihre Spots nicht im Umfeld von Wrestling ausgestrahlt werden, wenn sie ausgestrahlt werden, dass sie, oder wenn Wrestling gezeigt wird, dass es dann nicht ausgestrahlt werden darf, und das haben sich andere Große auch reinschreiben lassen. Also war es von vornherein ausgeschlossen, dass die Großen die übernehmen, weil die Sendungen refinanzieren sich durch Werbung. Wenn sie durch die Werbung nicht refinanziert werden können, werden die Sendungen nicht ins Programm genommen. Das habe ich dann rübergeschickt. Zwei Wochen später hat die WWE mit Premiere Kontakt aufgenommen. Vier Wochen später waren die Verträge mit Premiere unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht, will nicht so größenwahnsinnig sein, um zu sagen, dass wegen mir diese Sachen dort unterschrieben worden sind. Aber ich weiß, dass das einen riesen Ärger dort in Amerika gesorgt hat, mit einigen Offiziellen in Deutschland, dass die denen, oder in Europa, weil kam zum Teil auch aus England, dass denen eben so eine Scheiße über monatelang erzählt worden ist. Und das ist das Problem hier in Deutschland. Einmal diese blöden Landesmedienanstalten, dass da Wrestling erst ab 22 Uhr oder 22.15 Uhr gesendet werden darf. Und dass Wrestling eben in Deutschland nicht als Soap-Opera anerkannt wird, sondern noch immer als Kampfsport. Mhm. Denn ich bin sicher, wenn man dort die Sendungen eher wieder senden dürfte, so wie damals mit Catch-Up und so, dann bin ich sicher, dass Deutschland auch wieder mehr die Zuschauerzahl anziehen würde. Zum einen von den mehr oder weniger Soap-Opera-Fans, wo die WWE ja durchaus auch durch die besseren Kämpfe vielleicht wieder ein paar mehr Zuschauer gewinnen könnte. Aber ich glaube durchaus mehr durch die AEW, die sich eben weniger an einen so schnell wechselnden Zuschauerstamm richtet wie die WWE. WWE sind sicher die Soap-Opera-Fans, da gibt es 100.000 im Fernsehen, es kommen jede Woche neue dazu. Und währenddessen die AEW sich auf einen festen Wrestling-Fan-Kader basiert und die den auch, glaube ich, länger behalten würden. Also ich glaube schon, dass man hier in Deutschland noch was machen könnte, vor allen Dingen auch, wenn vielleicht, komme ich für auf, wo Sigi vielleicht nicht so gerne hört, wenn dass man durchaus auch mit der WXW mehr machen könnte, dass die so als deutscher Kader dort auf einem kleineren Sender laufen könnte. Aber solange das Wrestling hier noch diesen Bu- oder I-Faktor hat, solange wird wahrscheinlich hier das Wrestling in Deutschland nie mehr so groß werden wie nach der Wende, wo ja alles, was aus Amerika dort heiß gefragt war. Na gut, was heißt, ich finde das nicht gut. Also ich bin ja auch seit Jahren eigentlich in der Schweiz am Versuchen, ein europäisches Wrestling-Produkt ins Schweizer Fernsehen zu bringen, aber da hast du einfach null Chance. Und ich glaube, da gab es letztens die Diskussion, dass zumindest in Amerika hat Vince halt dafür bezahlt, dass er ins Fernsehen kommt. Und
die europäischen Ligen haben von Anfang an darauf beharrt, quasi, dass sie bezahlt werden dafür, dass sie ins Fernsehen kommen. Und ich denke, das ist schon ein wichtiger Faktor. Und das ist zum Beispiel auch die Antwort, die ich in der Schweiz oft kriege, wenn ich irgendwie an einen Fernsehsender rantrete, dass es heißt, ja klar, ihr könnt schon ins Fernsehen, aber ihr müsst uns bezahlen. Und das wäre ja eigentlich auch der richtige Weg. Aber woher sollen wir das Geld haben, um das Fernsehen zu bezahlen, damit die uns ausstrahlen? Ja, weil da brauchst du dann wieder Werbepartner oder eben Sponsoren. Ne? Ja, und Sponsoren kriegst du halt eben wieder nicht, weil in Europa will ja keiner was mit Wrestling zu tun haben. Das ist ja das nächste Problem. Und also ich könnte mir gut vorstellen, etwas im Format von NWA Power zum Beispiel. Also da hast du ja keine großen Produktionskosten, sage ich jetzt mal. Da stellst du einen Ring in eine Halle, beleuchtest die Halle gut und hast 200 Zuschauer in der Halle, kannst das aber so filmen, als ob da 1000 Leute drin sitzen. Und das halte ich für Europa, würde ich das für realistisch halten. Aber eben dann hast du immer noch das Problem, woher nimmst du das Geld, dass du überhaupt ins Fernsehen kommst? Ja, die WWE hat einen großen Vorteil, was die meisten Leute nicht wissen. Die sendet live. Also jetzt mal die Corona-Zeiten mal beiseite gelassen. In Amerika, die Werbeindustrie, die steht auf Live-Veranstaltungen. Deswegen wird ja auch diese Werbespots beim Super Bowl und so, diese extrem gut, die haben natürlich auch riesige Einschaltquoten, aber die WWE, die Leute, die live oder überhaupt in Amerika live, kommt besser an als aufgezeichnete. Und die WWE hat den Vorteil, wenn ein Werbepartner meinetwegen sagt, ich will um 20.27 Uhr dort meinen 3-Minuten-Werbespot rein, die WWE kann das bieten. Dieser oder kriegt dann eben, was weiß ich, wird dann eben in Submission Hold genommen oder werden die Kämpfe so getimed, dass die eben um 20.26 Uhr zu Ende sind. Dann kommt ja der 3-Minuten-Werbespot und fertig. Das kann man auch bei der NFL oder bei der NBA und so, das können die nicht. Die können nicht, was weiß ich, um 20.27 Uhr schreien, hier, was weiß ich, das Spiel muss gestoppt werden. Die sind da vielleicht mitten im Spielzug drin. Und selbst beim Football kann das ja manchmal, ist ja meistens auch nur relativ kurz, aber selbst beim Football kann es manchmal 3-4 Minuten einen Spielzug dauern, wenn da nicht ein Foul dazwischen kommt. Beim NBA war da ganz mal 10 Minuten ohne eine Pause durchgehen. Auch so beim Eishockey. Und das ist der Vorteil der WWE. Die kann der Werbeindustrie sagen, wann willst du deinen Spot gesetzt haben? Wir versprechen dir, den Spot sekundengenau dort auszustrahlen. Und deswegen kriegt die WWE relativ Werbespots. Deswegen hat die den Deal mit Fox und NBC dafür über 4 Milliarden oder über 1 Milliarde für 4 Jahre oder sowas abschließen können, weil die als einzige Live-Veranstaltung überhaupt der Werbeindustrie die Minuten oder sogar sekundengenaue Spots dort bringen können. Und die wollen oftmals da mit den Spots rein, wenn die wissen, was weiß ich, da und da ist die Sendung zu Ende, die beobachten dann auch gerne, dann schalten die zum Wrestling um, dann sagen die, die Sendung ist um 20 Uhr, sagen wir 20.15 Uhr zu Ende, 20.15 Uhr muss unser Spot, denn dann schalten die zu Fox, zur WWE. Und die können denen das versprechen und deswegen hat die WWE nur diese riesen Fernsehdeals abgeschlossen, nur aufgrund ihrer Flexibilität, was die Werbekunden anbelangt. Und das kann man in Deutschland ja leider auch nicht so sekundengenau timen. Gut, wobei ich denke, da wiederum mit einer aufgezeichneten Sendung, also ich sage jetzt im Stil von NXT UK zum Beispiel oder halt eben NWA Power,
ich denke, sowas wäre schon möglich, weil da kannst du die Schnitte ja wiederum so platzieren, wie du willst. Also du kannst die Werbung reinschalten, wo du willst, und du kannst die Matches ja nachher komplett umschneiden. Also du kannst ja einfach was tapen, und dann kannst du die Matches ja trotzdem so umstellen, wie es dann ins Format passt. Also ich sag aber mal. Es ist nicht live, und die Zuschauer in Amerika und so, die Zuschauer auch komischerweise fahren die mehr auf Live-Veranstaltungen als auf aufgezeichnete Veranstaltungen ab. Selbst live WWE kommt besser an als aufgezeichnete WWE. Selbst wenn du die gleiche, wenn du eine bessere aufgezeichnete Show hast, schalten weniger ein, als wenn es eine schlechtere Live-Show ist. Irgendwie in Amerika, die sind sowieso alle ein bisschen bekloppt. Live scheint wohl irgendwie so, muss ich gucken, so auch für den Faktor zu haben. Ja, aber ich denke halt, dass die deutschsprachigen Medien, die haben da nicht mal das Interesse dazu. Also mal abgesehen davon, dass wir alle wahrscheinlich zu wenig Ahnung hätten, um überhaupt eine Live-Show produzieren zu können, haben die deutschsprachigen Medien, und da sage ich jetzt Deutschland, Schweiz und Österreich, die haben ja gar nicht das Interesse dazu, Live-Wrestling zu senden. Nein, Entschuldigung, kam vielleicht von mir falsch rüber. Ich meinte das nur auf den Erfolg der WWE auf Amerika. Denn wenn es diese Fernsehdeals nicht gäbe, wenn es nur das Wrestling gäbe, hätte die House-Shows und so, hätte die WWE auch massiv zu kämpfen. Denn bei den Kosten, die haben, wenn sie den Fernsehdeal nicht hätten, wäre die WWE meines Erachtens vielleicht nicht kurz vor dem Konkurs, aber würde es ja deutlich schlechter gehen als im Moment. Weißt du, Deutschland, wir haben versucht, habe ich der WWE tausendmal gesagt, dass die Raw zusammenschneiden sollen, also für ein Promo-Video, wo es dann an die Sender geht, dass man sieht, dass es meinetwegen, ich sag mal, was Dallas in der Höhlenindustrie war, dass SmackDown letztendlich nichts anderes in der Wrestling-Industrie ist. Dass es Storylines gibt, die dort fortgeführt werden. Habe ich gesagt, liebe Leute, schneidet doch mal 5, 6, 7 Sendungen, also nicht Sendungen, sondern die Storylines der einzelnen Leute zusammen, wie die sich entwickeln, dass die Leute hier im Fernsehen sehen, dass es letztendlich eine Soap Opera ist. Habe ich denen tausendmal gesagt, hieß es, ach, eine gute Idee, werden wir machen, und da warte ich heute noch drauf. Das ist jetzt 10, 15 Jahre her, seitdem ich mit denen gesprochen habe und die gesagt haben, das wäre eine gute Idee. So hättest du vielleicht beim Fernsehen, wenn es kleinere Sender wären, vielleicht zu einem gewissen Umdenken führen können. Aber die machen gar nichts. Die sind so arrogant zum Teil, die gehen hin und sagen, wir sind die große große WWE, jetzt kommt mal. Weißt du, das ging so weit, dass sie zum Teil Leute eingeladen haben aus der deutschen Medienlandschaft, so WrestleMania, die dann oben in die vorletzte Reihe gesetzt haben. Dass diese Medienleute natürlich nicht unbedingt so sonderlich begeistert waren, wenn sie die dann fingernagelgroß dort irgendwelche Figuren dort sehen, wo sie noch nicht mal was die Mimik sehen. Und wenn je nachdem, wo du gesessen hast, hast du auf den Leinwänden zum Teil nicht unbedingt mitbekommen. Weiß ich noch, habe ich dem einem in Orlando gesagt, warum macht ihr das? War, glaube ich, meine Houston oder Orlando war meine letzte WrestleMania, wo ich war. Da haben die gesagt, ja, wir sind groß genug, wir müssen uns nicht um die kümmern, die müssen auf uns zukommen. Habe ich gesagt, das trifft vielleicht auf die USA zu, doch nicht in Deutschland, wo sich kein Schwein für euch interessiert. Ja, da waren die ein bisschen eingeschnappt, weil ich denen sagte, in Deutschland interessiert sich kein Mensch für euch. Weißt du, dann laden die Medienleute ein, statt die in die erste, zweite Reihe zu setzen, die ein bisschen, was weiß ich, die zu verwöhnen. Nein, dann werden die oben in die
zweitletzte Reihe in so einem Riesenstadion geschickt. Also die haben dann zum Teil Leute auch geholt. Es gab ja in den offiziellen Kreis bestimmt 80% haben gewechselt. Die haben die ganzen Leute, die mit der WWE groß geworden sind, die WWE in- und auswendig kannten, die haben sie ersetzt durch Leute, die von Nike, von was weiß ich, Warner, von Bertelsmann, USA und so kamen. So nach dem Motto, wir wollen nur die Besten und aus den großen Konzernen, wir wollen nur mit großen Konzernen zusammenarbeiten. Das ging dann so weit, dass sie mit Power Wrestling nicht mehr zusammenarbeiten wollten, sondern nur mit der Bild-Zeitung, und dass sie auch gesagt haben, ja, ihr habt das WWE-Magazin nicht lukrativ hinbekommen, hätten wir mit der Bild-Zeitung, wäre uns das nicht passiert. Habe ich gesagt, liebe Leute, ich habe euch so und so viel Sachen rübergeschickt, die man bitte machen sollen, um das Heft im Deutschen Markt anzupassen. Ihr habt immer Nein gesagt. Hättet ihr das mit der Bild-Zeitung gemacht, Springer hätte euch gesagt, entweder wird das so gemacht oder ihr könnt euch euer Heft in den Arsch stecken, verklagt uns doch. Dann werden wir sehen. Wir ziehen das 7, 8 Jahre lang hin und dann werden wir mal gucken, wer letztendlich am längeren Hebel sitzt. So kamen die an, dass die nur mit den Großen arbeiten wollten. Das Power Wrestling mit, was weiß ich, einem Millionenumsatz oder so, oder Power Video mit einem Millionenumsatz zu klein war. Deswegen haben die ja auch in Rough Trade dort in Amerika, in England rausgeschmissen, weil die zu klein waren, haben das dann mit RTL, irgendeiner RTL-Tochter ihr DVD-Geschäft gemacht, was die grandios in die Hose gesetzt und in die Brennnessel gesetzt haben, weil die noch keine Ahnung hatten über den deutschen Wrestling-Markt, was Rough Trade eben die ganze Zeit eben die ganze Erfahrung hatte. Aber Rough Trade war denen einfach zu klein, RTL ist ein Riesenname, also muss RTL automatisch auch besser sein. Die Amerikaner, die haben so ein gewisses Vorherrschaftsdenken. Man hat dann ja bei der Bild-Zeitung gesehen, was die da mit dem SummerSlam einmal gemacht haben, so einen totalen Zerriss auch in der Bild-Zeitung hatten. Das war ja der Zeitpunkt, wo die dann wieder ein bisschen auf uns zugekommen sind, weil wir zwar auch relativ weiter offen berichten, aber jetzt nie so einen Zerriss über den SummerSlam gemacht haben, selbst wenn das wirklich eine absolut scheiß Veranstaltung war, wie die Bild-Zeitung das gemacht hat. Und das verstehen die nicht. Die suchen sich Partner nach der Größe aus, aber nicht nach der Qualität und was die dort gegebenenfalls machen können. Was natürlich eine Riesenauflage mit der Bild-Zeitung, aber 99% der Leute, wenn die irgendwas vom Wrestling sehen, lesen die ja sowieso drüber oder lesen die den Artikel nicht durch. Währenddessen bei uns mit den Mehrfachlesern erreichten wir noch immer, was weiß ich, und höhere fünfstellige Leserschaft. Aber da hast du wenigstens erreichst du die Leser, um die es geht und hast nicht so einen riesen Streuverlust. Was nutzt mir, wenn ich in Power Wrestling eine Anzeige in der FAZ bringe, setzen würde, viel Geld bezahlen würde? Ich bin sicher nicht, ich würde nicht eine einzige Resonanz auf die Anzeige bekommen. Also musst du doch die Werbung oder auch die Berichterstattung so setzen, dass du möglichst wenig Streuverlust hast. Aber die WWE versteht den deutschen Markt noch immer nicht so richtig. Ja. Man könnte viel, viel mehr hierzulande machen, aber wenn du die richtigen Leute ansprichst, wenn du die richtigen Aktionen durchziehen würdest, wenn du Fanfest machen würdest, es gibt so viele Leute, die Fanfeste haben, bis zu 1000 Leute, die zu den Fanfesten sind, die gar nicht zur Veranstaltung gegangen sind, die aber die zum Fanfest wollten, um dann John Cena oder sowas aus der Nähe zu sehen. Die waren dann so, ja, im positiven Sinne, weil du bist nur reingekommen, wenn du auch Karten für die Abendveranstaltung hast. Die haben sich Karten für die Abendveranstaltung gekauft, sind aber nicht hingegangen. Und da hat die WWE aber gutes Geld mitverdient. Immer wenn wir ein Exklusivinterview vor der Show hatten, wo auch Deutschland knallhart gezielt angesprochen wurde. Wir haben immer, der Vorverkauf ist immer angezogen, nachdem wir ein Interview drin hatten. Und wenn es nur 100 Leute waren, das sind aber bei 80 € ungefähr Durchschnitt, Preis sind das 8.000 €. Jetzt rechnen wir auf 4, 5 Stunden, 30.000 €. Aber
die WWE gibt uns keine exklusiven Interviews im Moment mehr. Wir werden nur zu den Konferenz-Calls eingeladen, statt dort uns mal, ich brauche den Bret Hart, also nicht den Wrestler, den offiziellen, nur anrufen und sagen, aber ich brauche den und den. Und der wollte von uns immer die Jahreswahlergebnisse haben, noch bevor wir die veröffentlicht haben, weil er hat die Promos und die das Artwork, wie das schon heißt, die Poster, die Tourposter genau nach unseren Ergebnissen abgestellt. Wer bei uns ganz vorne war, der war auch prominent dort, wurde prominent dort gefeatured. Jetzt haben die irgendwelche Leute, die bei uns unter ferner liefen, abgeschnitten haben. Und ohne arrogant zu sein, aber bei uns die Jahreswahlen sind, glaube ich, zumindest für den deutschen Markt noch immer die repräsentativsten. Wer bei uns vorne steht, der ist auch beliebt. Wer bei uns auf Platz 16 steht, nach denen kräht kein Schwein in Deutschland. Aber trotzdem haben wir zum Teil jemanden, der bei uns auf Platz 16 war, ganz groß auf dem Poster gehabt oder haben da eine ganz große Pressekonferenz mit dem gemacht. Weißt du, was soll so ein Scheiß? Dann sagen sie sofort, bei der Veranstaltung. Ihr dürft die ersten 2-3 Kämpfe aus 20 Meter Entfernung machen, aber auch nur die erste Minute. Ja, dass die natürlich keinen großartigen Fotobericht in ihre Zeitung setzen, ist doch klar. Warum lässt ihr die nicht, was weiß ich, aus der ersten Reihe oder ganz weit vorne dort die ganze Veranstaltung fotografieren? Und sagt doch mal, macht einen schönen Fotobericht. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt trotzdem wieder zum Euro-Wrestling zurück. Und zwar, denke ich, kommen wir langsam zu den Fanfragen. Ich glaube, Marc, du hast da einige Fragen. Ich habe da einiges bekommen, ja. Dann lass uns kurz mal mit den Fragen von Francis Meister anfangen. Wolfgang, wie kam Power Wrestling im Jahre 99 dazu, über kleine deutsche Ligen zu berichten? Ja, wie gesagt, es war Zufall. Gillivan hat sich da mehr und mehr engagiert. Das war dann zum Teil auch, dass sich abgezeichnet hat, dass die WWE nicht mehr nach Deutschland kommt, also nicht mehr im deutschen Fernsehen ist. Das war gut, für viele war es eine Überraschung, aber wir wussten nun doch, dass die Verträge dann und dann auslaufen und auch kein Interesse besteht seitens Premiere zu den Konditionen, die die WWE wollte, zu verlängern und auch sonst kein anderer Sender bereit war, dort einzuspringen, dass man sich nach Alternativen umgeschaut hat. Und der Julian war damals noch immer der guten Hoffnung, dass in Deutschland vielleicht getrennt, aber in der Sache vereint, dort was aufgebaut werden könnte. Aber das hat sich dann, wie gesagt, leider zerschlagen. Es gab ja zum Teil auch gute Shows. Auch die ACW hat ja qualitativ ganz gute Shows und haben dort Leute rübergeholt, die Hedge-Rinkers oder also Mitglieder der Neuer Familie oder auch Preston Steele da als Doink und so. Es gab ja durchaus gute Ansätze, die dann aber leider irgendwann immer dann wieder wie die Butter in der im Sommer dort zerflossen sind. Aber wir hatten eben auch die Hoffnung, dass man damit vielleicht mehr machen können, dass sich da irgendwo eine Zusammenarbeit ergibt, dass man da eine große Liga irgendwo, ich sag mal, auch wenn es so unter dem NWA, wie bei der NWA, dass das dort jedes Bundesland seine eigene Promotion hat, aber das wird sich trotzdem eben auf so ein gewisses gewissen Modus, wie wenn die eigene oder dass der Superhero in Stadt A nicht 80 Kilometer weiter nicht das Super Babyface ist und den er da 3 Tage vorher woanders verloren hat und so. Das war also die Absicht von
ein bisschen mehr in Europa oder in Deutschland allgemein zu machen. Aber ja, einige standen uns auch mehr oder weniger ablehnend gegenüber. Einige wollten ihren eigenen Stiefel durchziehen. Ja, und so ist es dann gerade auch, als der Gilliohan dann leider 2001 starb, ist dann eben, weil ich nie der große Europa-Fan oder Deutschland-Fan war, ist das dann alles dort ein bisschen wieder eingeschlafen. Wer waren die Wrestler, bei denen Wolfgang dachte, dass sie den Durchbruch schaffen würden? Also aus Deutschland. Ja. Ja, also auf einer von denen, gut, der ist relativ bekannt jetzt, absolut Andy, aber für, bei ihm hatte ich dort auch gedacht, dass er dort international viel, viel mehr machen könnte. Interessant ist auch bereits als eines der größten deutschen Talente gesehen. Er hat ihn ja dort im Sauerland oder wo das da war, Olsbe oder irgendwo, hat er ihn ja mal kennengelernt, war regelrecht begeistert von Andy. Und also bei ihm hatte ich gedacht, dass er auch international mehr machen könnte. Aber ansonsten habe ich den deutschen Markt jetzt eigentlich viel zu wenig beobachtet. Ich hatte mir auch von Berlin, von der Truppe von Ahmed, hätte ich mir eigentlich vorstellen können, dass einige dort international weitaus erfolgreicher werden könnten, auch in Amerika gegebenenfalls dort was machen können. Aber vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif jetzt mit der NXT, wo die WWE auch mehr und mehr expandiert und dort wäre es für die Leute auch einfacher geworden, dort einen Fuß reinzukriegen. Damals gab es ja quasi nur die ECW, wo sie erstmal dort reinkommen konnten, oder Alex hatte dann das Glück, in der WCW dort auch über Kontakte und sicherlich auch über sein Können dort reinzukommen, aber es war natürlich auch weit. Aber ja, hätte mir schon, auch Nikita hätte ich mir irgendwo vorstellen können, oder eine Wessler, Entschuldigung, dass sie dort international hätte dort mehr machen können, dass sie auch in Amerika durchaus Chancen gehabt hätte. Aber wie gesagt, damals war es, glaube ich, auch viel schwerer, dort einen Fuß reinzukriegen, als es dort heute der Fall war, wie man ja auch bei Jesse gesehen hat, die 10 Jahre vorher auch in Amerika nie eine Chance bekommen hätte. Aber sonst, wie gesagt, es gab sicherlich noch etliche mehr, die großes Talent hatten, aber wie gesagt, dazu habe ich jetzt die deutsche Szene auch zu wenig beobachtet, um jetzt sagen zu können, XYZ oder der und der hatte eine Chance. Wahrscheinlich gibt es einige, die ich noch nie gesehen habe, die dort vom Potenzial her weitaus besser sind als einige, die ich jetzt genannt habe. Gut, dann die letzte Frage von Francis. Als du zum ersten Mal bei einer Euroshow warst, was dachtest du über die Wrestler, deren Aussehen und die Namen? Na gut, die allererste Euroshow, wenn ich mich nicht täuschen darf, von Peter, also Haid in Essen da, in dem kleinen Ding dort. Also ich war eigentlich schon angetan, dass es dort so familiär zugeht, wie die Leute dort mitgegangen, also die Fans mitgegangen sind. Fand es zwar zum Teil immer ein bisschen bescheuert, wie einige Wrestler sich dann da, oder was die für Risiken eingegangen sind für ein paar Leute, die dort da waren, dass sie sich da so ihre Gesundheit so sehr aufs Spiel gesetzt haben. Aber ich war durchaus angetan. Und dann die Quatsch, die allererste Euroshow muss natürlich irgendwas in CWA gewesen sein. Und das war ja, ja jetzt. Gut, wir reden schon von nach der CWA. Also das war irgendwo WXW und wie gesagt, ich war da sicherlich durchaus angetan, fand alles ganz gut, aber
Ich bin sowieso nicht unbedingt so ein Freund von diesem extremen harten, also wenn dort irgendwie in 1000 Reißnägel einer eingeflogen ist oder Stacheldraht oder sowas, das ist nun nicht unbedingt etwas, was ich jetzt gut finde. Was hast du denn zum Beispiel von einem Thomas Blade gehalten damals? Ja. Ich fand, soweit ich mich noch jetzt zurückerinnern kann, jetzt nicht unbedingt insgesamt, wie soll ich jetzt sagen, schlecht, obwohl er, wenn ich mich jetzt noch so richtig erinnere, ja auch mehr so in den WWE-Stil, also mit Showmäßig und so gegangen ist. Also manche Leute haben, glaube ich, versucht, zu sehr abzukupfern, statt ihren eigenen Stil zu gehen. Aber auf der anderen Seite blieb zum Teil eben aufgrund der Popularität der WWE auch nicht viel anderes übrig, um jetzt zu versuchen, dort den Schwein oder sowas der Jugend zu treffen, um sie, um eben die alle als die WWE zu kopieren. Aber soweit ich mich an ihn erinnere, hätte er dort weitaus mehr Möglichkeiten gehabt, wenn er sich vielleicht versucht hätte, auf dem eigenen Stil zu konzentrieren. Denn letztendlich ist aus ihm, muss man ja leider sagen, ist er ja auch in der Versenkung verschwunden. Hm. Gut, Marc, ich glaube, wobei ich mich jetzt sagen muss, ich mich auch nur noch sehr verschwommen dort an ihn erinnere. Also ich hatte seinen Namen total vergessen, erst als du ihn jetzt wieder genannt hast, war mir bewusst geworden, dass es dort ja mal jemanden gab, der so hieß. Ich habe ihn auch noch wieder so in etwa vor in meinem Gedächtnis drin, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Fehler, wenn irgendwo eine Sache abgeschlossen ist, dann vergesse ich die Leute auch recht schnell. Also kannst du mich jetzt fragen. Ich würde da kein einziges Ergebnis mehr zustande bekommen. Was hast du denn von Claudio, also Cesaro, gehalten damals? Den hast du ja auch am Anfang der WXW beobachten können im Swiss Money Holding Gimmick. Mhm. Also ich fand Claudio immer sehr gut und als er dann nach Amerika ging, konnte ich mir auch vorstellen, dass er dort recht gut ankommt, obwohl er ja doch irgendwo die WWE, glaube ich, nicht das aus ihm gemacht hat, was man hätte aus ihm machen können, so ähnlich wie ihn. Harry Smith, aus dem hätte man sicherlich auch weitaus mehr machen können. Aber Claudio, ja, also er ist seinen Weg gegangen. Er hat sich ja zumindest bei der WWE jetzt etablieren können. Aber ob er so glücklich ist über das, was er dort machen muss, da wird Sigi wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Bescheid wissen als ich jetzt, denn ich hatte Claudio zwar so gesehen, ich kannte ihn auch, aber ich hatte nie großartig Kontakt zu ihm, auch jetzt während der WWE-Zeit hatte ich so gut wie keinen Kontakt. Christian hatte dazu ihm weil wesentlich mehr Kontakt, wobei er auch dort sehr, wie soll man sagen, zurückhaltend geworden ist, seitdem er bei der WWE war. Also manche Leute reden dann weiter mit einem, reden dann auch weiteren relativ offen mit einem, ohne jetzt da irgendwelche Internas zu verraten oder sowas, aber sie sind nach wie vor relativ offen. Aber Claudio hat dort immer, sobald er bei der WWE war, hat er dort angefangen, dort den Kontakt nicht mehr unbedingt so aufrecht zu erhalten und ist dort sehr, wie soll man sagen, in Charakter
geblieben, was jetzt nicht unbedingt, also wir haben nicht erwartet, weil Christian hat ja einen sehr guten Rat, also wir hatten jetzt nicht erwartet, von ihm alle Internas dort für gesteckt zu bekommen oder sowas. Das ist zu riskant, auch für die Jungs gerade jetzt, wo das so schnell dort irgendwie wechselt. Aber ich weiß also einige Leute, auch Alex zum Beispiel und so, man konnte weiterhin guten Draht haben, viel übers Business mit den Leuten dort reden. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, Claudio hatte irgendwo jetzt nicht großartiges Interesse daran. Also haben wir auch gefragt, inwieweit er vielleicht auch eine Kolumne schreiben wollte, die dann ruhig auch in Charakter hätte bleiben können. Aber soweit ich weiß, hat er noch nicht mal bei der WWE nachgefragt, ob sowas möglich wäre. Dann hat er so eine schöne in Gimmick Dings geschrieben. Hat er, glaube ich, am Anfang auch mal gemacht oder irgend sowas oder so, zumindest einige Berichte. Diese Swiss aber Coffee Break oder so, wie das hieß, oder? Auf YouTube, da gab es so einen Blog von ihm, immer diesen Kaffeeklatsch mit Cesaro oder so ähnlich. Ja, er hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Sachen bei uns noch geschrieben, aber ich glaube, hätte man da mit der WWE vernünftig gesprochen, hätte man dort auch machen können, zumal wir damals einen sehr guten Draht zur WWE hatten und das wäre, glaube ich, auch für die WWE letztendlich gut gewesen. Aber ich weiß nicht, ob Claudio vielleicht auch Angst hatte, dass wir ihn ausquetschen wollten und Internas von ihm haben wollten oder irgend sowas. Also wenn uns einer was sagen will, dann sagt es freiwillig. Ich frage niemanden. Gut, gibt es ja nicht mehr viele, die dort sind, die ich jetzt schon eh so lange kenne, aber sagen wir mal Kane, den kenne ich auch ganz gut. Ich würde also Kane nie fragen, Hammer, kriegst du noch mal einen Titel oder sonst irgendetwas. Wenn einer was sagen will, dann sagt er einem das. Wenn ich ihn erst fragen muss, dann kriegt man sowieso keine vernünftige Antwort, also lasse ich es von vornherein sein. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich rede ja relativ regelmäßig mit Claudio, aber ich frage ihn da jetzt auch nicht über irgendwelche WWE-Business-Sachen, weil das geht mich nichts an. Und andererseits hat er uns ja letztes Jahr zum Beispiel einen Clip zugesandt für den Röne-Lasser-Test Memorial Cup. Also ich denke, er hat schon gewisse Freiheiten, wenn er zum Beispiel die Liga, um die es geht, nicht nennt. Ich denke, das darf er dann zum Beispiel machen, aber wenn er jetzt Swiss Championship Wrestling hätte sagen müssen, dann hätte er den Clip wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich denke, er verhält sich, wie nennt man das, politisch korrekt und er macht das, was er machen darf und was er nicht machen darf, macht er nicht. Und ja, also ist schon fast typisch schweizerisch, also halt neutral und ich denke, ich nehme es ihm auch nicht übel, wobei ich allerdings, muss ich sagen, auch mir dort so ein bisschen anderes Verhalten dort eben erwartet hätte, eben jetzt nicht so nach dem Motto, vorher hat man guten Draht, jetzt kenne ich euch nicht mehr. Vielleicht ist das jetzt spitzt ausgedrückt, aber diesen Eindruck hatte ich so ein kleines bisschen. Bloß nicht ins Fettnäpfchen treten oder irgend sowas. Aber wie du sagst, vielleicht ist das bei euch Schweizer so angeboren, dass man dann lieber total auf Neutralitätskurs fährt, bevor man dort vielleicht mit irgendeiner Seite aneckt oder sowas. Also ich bin jetzt nicht sauer auf ihn deswegen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ich kann dich da durchaus auch verstehen. Wie gesagt, ich gehe halt überhaupt nicht in die WWE-Richtung. Ich möchte mit ihm nicht über die WWE reden, aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich den Report gefunden, wo wir in Österreich diese Eule überfahren haben. Und
habe ihm dann ein Foto davon gemacht und ihm geschickt, und dann kam auch eine längere Mail zurück. Ja, haha, das war lustig und ich erinnere mich noch dran und bla bla bla. Und als ich ihn dann aber gefragt habe, hättest du mal Bock in unseren Podcast zu kommen? Ja, dann war es auch eher schon, ja, ne, eher nie, also Bock schon, aber ich muss erst die WWE fragen und ja, dann kommt halt nichts mehr zurück und dann frage ich aber auch nicht fünfmal nach, ob er jetzt Bock hat oder nicht, weil ja, dann ist es halt einfach so. Also ja. Was ich eben auch schade finde, ist dieses mangelnde Vertrauen, als ob man ihn dann vielleicht aushorchen wollte, bloß mit Harry zum Beispiel so offen über das ganze Business gesprochen, als er noch bei der WWE war. Wir haben so offen über die Zustände der WWE gesprochen, aber da kam keine einzige Sache ins Heft, weil ich schaden wollte. So, weißt du, es waren wenigstens Gespräche, die, wie soll ich sagen, kein Blabla waren. Und ja, vor allem in unserem Fall würden wir ja nur über die, ja, die alte Zeit im Euro-Wrestling reden und nicht über die aktuelle WWE. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, über das wir reden wollen würden, mit Claudio zum Beispiel. Und wie gesagt, ich habe auch wenn es nicht Harry betreffende Sachen waren, über die Ausrichtung der WWE, wie sie ihm gefallen hat und so, wo er dann eben sagte, er ist nicht so begeistert oder so, weißt du, so Sachen, wo man jetzt gar nicht mal irgendwelche Internas erfahren möchte oder irgendwas, sondern nur eben Gespräch über das Wrestling selber, das bisschen in die Tiefe geht und nicht dort eben so absolut an der Oberfläche bleibt. Und das ist leider mit vielen Leuten, gerade heutzutage, leider nicht mehr möglich. Da waren die, ich sag mal, die alten Wrestler waren da ganz anders und die haben doch oft gesprochen, wenn sie wussten eben, dass sie dann nicht im Heft oder sonst was erscheinen. Die waren dann ganz froh, wenn sie das vielleicht mal auch aus gewisser Fansicht noch erfahren haben, wie sie das sehen. Denn so war das ja selber, wenn du im Team bist, dann siehst du, hast du so gewisse Scheuklappenbänken und was vielleicht noch, wo Fans vielleicht noch, die das von außen sehen, wo du dir vielleicht noch wertvolle Sachen sagen können. Aber viele haben dann Angst, dass dann eben gerade vielleicht bei Claudio auch, ja, der hat Power Wrestling, sag ich irgendwas, steht das übermorgen im Heft drin oder sowas. Und wie gesagt, dieses mangelnde Vertrauen, das ist eigentlich das, dass man die Leute ausnutzen will, das finde ich eben ein bisschen schade, denn ich habe noch nie jemanden ausgenutzt, also wenn ich wüsste, es hat eben geschadet. Ich wusste von Brett drei oder vier Wochen, bevor er von der WWE wegging, dass er einen WCW-Vertrag hat. Also ich hätte ihn schaden, wenn ich das geschrieben hätte. Dann hat er wahrscheinlich schon bei Raw oder was irgendwo seinen Titel verloren. Wäre wahrscheinlich noch ein größerer Betrug gewesen. Aber ich schreibe doch keinem. Vor allen Dingen, wenn ich mit einem spreche, dann möchte ich langfristig mit dem sprechen. Da habe ich doch kein Interesse dran, dem zu schaden und dass er dann selber Ärger bekommt. Ja. Dieses mangelnde Vertrauen, das ist so ein bisschen was mir, wie soll ich sagen, mir persönlich mehr wehtut, als wenn einer dort aus irgendwelchen anderen Gründen dort meint, nicht mehr mit einem reden zu müssen. Aber gut, muss jeder selber wissen. Ja. Marc, du hast ganz bestimmt noch... Ja, also ich habe einiges von Thorsten Fritz bekommen. Ein paar Sachen sind natürlich, dabei habe ich mir schon durchgelesen, die haben wir eh schon besprochen. Thema IWW, das haben wir kurz angesprochen. Ich glaube, Wolfgang, da hast du gesagt, dass du dich mit der IWW nicht so beschäftigt hast und mit dessen Gründer Stefan Haupt. Denn Mike Ritter hat in einem Posting geschrieben auf Facebook, dass die IWW der Entwicklung des Euro-Wrestlings nach der CWA mehr geschadet als geholfen hat, weil man Profis mit Amateuren und Semi-Profis vermischt hat. Wie stehst du zu dieser Aussage? Hat man im Nachwuchsbereich falsch gearbeitet?
Das Problem, also ich habe mit Stefan durchaus guten Kontakt gehabt. Ich habe ihn auch durchaus gemocht. Also wenn ich sage, ich habe ihn gemocht, dann bezieht sich das darauf, dass ich heute keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Also wir sind gut ausgekommen und ich glaube, sein Problem war, dass er Fan war. Dass er seine Veranstaltung aus Fansicht aufgezogen hat und nicht als Promoter. Bestimmt, weiß ich nicht. Mir wurde gesagt, dass seine Eltern eben Geld dazu getan haben und er die Leute geholt hat, die er sehen wollte, wie Rob Van Dam, Sabu und so weiter und so fort. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist damals jedenfalls so durch die Szene gegangen. Und Mike hat sicherlich im gewissen Maße recht. Auf und im anderen Sinne hat Stefan aber Leute geholt, die wir sonst zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht zu sehen bekommen hätten. Ich weiß eben, Sabu und Rob Van Damme, da weiß ich noch, da gab es irgendwo eine CWA-Veranstaltung und ich wollte von der Veranstaltung dann in Bremen, war das glaube ich, nach Hannover fahren, um da bei dem Kampf bei zu sein. Und dann ist irgendwo auf der Autobahn irgendwo die Öllampe geblinkt oder sowas, musste dann stoppen, Öl nachfüllen, habe glaube ich dadurch den Kampf von den beiden verpasst. Also von daher würde ich das jetzt nicht so negativ sehen, weil Stefan hat mit Sicherheit Leute geholt, wie ich eben schon sagte, die sonst nicht nach Deutschland zu diesem Zeitpunkt gekommen wären, denn das Rob Van Dam oder Sabu waren keine Leute, die ins CWA-Programm reingepasst hätten. Von daher stimmt es sicherlich, dass er dort, dass die gegen Leute zum Beispiel zum Teil antreten mussten oder dass auch andere aus dem IWW-Kader, das ist der, wie soll ich sagen, die Differenz zwischen den Top-Leuten und den nächsten Leuten zu krass war. Und das ist, glaube ich, was man sicherlich Stefan ein bisschen vorwerfen muss. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er hat es aus Fansicht gemacht. Er oder seine Familie hat dort privates Geld reingesteckt, weil er die Wrestler sehen haben wollte, die er persönlich auch am besten fand. Und von daher kann man ihn, glaube ich, nicht verurteilen. Ich glaube, hätte er das ein bisschen anders gemacht, hätte man aus der IWW weitaus mehr machen können, hätte sie auch zum bedeutenderen Faktor werden können. Aber wie gesagt, ich finde die Kritik von Mike ein bisschen zu stark, wobei ich sicherlich auch eingestehen muss, dass Mike im deutschen Wrestling viel intensiver drin ist, wahrscheinlich auch mehr Leute kennen, vielleicht auch mehr Internas Richtung IWW kennt als ich. Von daher würde ich sagen, das ist Quatsch, was Mike sagt. Aber ich glaube doch ein bisschen zu hoch, denn Rob Van Dam und Sabu, die haben letztendlich sicherlich auch gewisse Akzente in Deutschland gesetzt. Vielleicht auch Leute beeinflusst, die Nachwuchswrestler waren oder Nachwuchswrestler werden wollten. Und wenn es nur einen gab, der vielleicht den beiden nachgeeifert hat und sich dort trainiert hat und vielleicht aus jetzt irgendwo in einer Promotion mitkämpft oder so, wäre das ja schon ein Erfolg. Aber ich muss sagen, ich habe die Leute, die bei der IWW angetreten sind oder so, dann nicht weiter verfolgt. Ich weiß nicht, ob einer von denen überhaupt noch jetzt größer irgendwo auftritt oder ob die alle in der Versenkung verschwunden sind, aber wie gesagt, alleine dafür, dass er Sabu und Rob Van Dam als Erste nach Deutschland geholt hat, gebührt ihm meines Erachtens Respekt. Ja, das denke ich eben auch und klar, er war im Endeffekt ein Fan, der veranstalten wollte und nach seinem Geschmack irgendwas machen wollte. Aber ich sehe das nicht als falsch an, weil nachdem die CWA zu Ende war, gab es ja im Endeffekt nichts mehr. Und es gibt nun mal keine Ausbildung zum Promoter.
Ich meine, du kannst dich als Wrestler ausbilden lassen, du kannst dich als Referee ausbilden lassen, du kannst dich meinetwegen als Ringsprecher ausbilden lassen, aber du kannst dich meiner Meinung nach nicht zum Promoter ausbilden lassen, oder zumindest zu dem Zeitpunkt damals nicht, weil also irgendjemand muss ja mal was machen, damit irgendwas weitergeht. Ich meine, ich habe ja dann zum Beispiel auch Chris Hero, also gut, Stefan Haupt hat Chris Hero zum ersten Mal geholt, aber er machte nichts aus Chris Hero. Und ich habe mir dann gedacht, beziehungsweise ich und Claudio zusammen haben dann gesagt, lass uns Chris Hero nochmal holen und vielleicht können wir daraus etwas aufbauen. Und das ist ja dann auch passiert, dass wir dann Chris Hero später für einige Wochen rüberholten und sehr viele Wrestler zu dem Zeitpunkt von Chris Hero lernen konnte, wie der aktuelle Indie-Stil in Amerika abläuft, und so konnten wir alle wiederum von Chris Hero profitieren, so dass meiner Meinung nach trotzdem eine nächste Stufe von Wrestling im deutschsprachigen Raum erreicht wurde. Und da sehe ich, wie gesagt, Stefan Haupt doch als Pionier von solchen Ideen an. Ja, wo du es jetzt sagst, stimmt, mit Chris, das sei mir schon wieder total entfallen, aber wo du sagst, stimmt es. War er letztendlich, und wenn er auch selber das nicht ihn hier in Deutschland gepusht hat, aber ihr habt ihn durch ihn kennengelernt und ihr habt dann die Arbeit oder den Beginn von Stefan dann letztendlich professionell weitergeführt. Ich habe dann noch eine Frage, da geht es um die Power Wrestling Fan-Treffen. Wann begannen diese Fan-Treffen? Wie oft, in welchen Intervallen? Und war das immer in Zusammenhang mit irgendeinem kommenden WWF-Event? Wie kamst du zu diesen Organisationen, diese Power Wrestling-Fan-Treffen? Du stellst Fragen, mein Gott. Ich bin 61, werde langsam im August 62. Meine Demenz nimmt langsam aber sicher zu. Also mit den Fan-Treffen, das war ja zuerst quasi, ich glaube, das allererste war, glaube ich, bei der HCG damals. Und ja, das war einfach so, um die Leute einfach mal kennenzulernen. Das wurden eben von Leuten gewünscht, dass man auch mal, was weiß ich, sich die Leser zum Macher, Beispiel. Sag ich mal, ja, von den Lesern, dass man die Macher auch mal kennenlernen und so weiter und so fort. Ich persönlich bin nicht irgendwie ein großer Fan davon. Ich bin lieber im Hintergrund, lieber, weiß ich, Nummer 2 oder Nummer 3 oder sowas. Deswegen war ich auch noch nie bei den Fantreffen in Fürth und in Fulda dabei und so. Und weil ich bin eben, weiß ich, nicht unbedingt der Typ für bei den Fantreffen. Das war ja damals noch wie gesagt, bei der HCW, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es beim Indie-Sektor noch mal eins gab. Das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Ich glaube, es gab noch irgendwie in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, mal ein bisschen was, aber da, ich glaube, mit den Berlinern oder so, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die Fan-Treffen, die es dann bei der WWE gab, die Fan-Feste, die waren einfach und aus dem Grund geboren, selber ein bisschen Werbung für sich, für uns, also für Power Wrestling zu machen, obwohl die ja immer unter dem WWE-Banner viel liefen, aber es war natürlich für jeden, der dabei war oder so, das fiel natürlich auch mal der Name Power Wrestling, oder wir haben dann, was ich, die WWEler, die da waren, die haben sich ja mit dem Power Wrestling Heft abrichten lassen. Es war auch Werbung für uns, aber es war eigentlich auch als Service gedacht, weil viele Leute, ich habe es ja erlebt,
wie viele dort total, wie soll ich sagen, wie würde man heute die Jugend sagen, total geil auf die sind oder sowas. Den einfach mal persönlich kennenzulernen, dem die Hand zu schütteln oder sowas, ist für die, für viele das absolut Größte. Für mich war es zwar irgendwie nie so, aber gut, ich habe als Journalist, habe ich auch einen schwedischen König kennengelernt oder Minister oder Vizekanzler kennengelernt und so, da gewöhnt man sich irgendwie dran. Aber für den, ich sag mal, den Normalfan ist es sicherlich das Größte überhaupt, dann irgendwie seinem Idol mal die Hand zu drücken. Mhm. Und das war so neben dem Power Wrestling auch ein bisschen Kantor zu machen oder so ein bisschen auch Power Wrestling als Partner, als verlässlichen Partner der WWE aufzubauen, war eben auch mein Hintergedanke, dass man den, diese unnahbaren Superstars oder sowas den Fans mal ein bisschen näher bringen könnte und dann das eben im Rahmen eines allgemeinen Fanfestes zu machen oder Fantreffens, wo die beiden oder waren ja meistens zwei bis in Hamburg, da war glaube ich nur Cena da. Aber das war eben so ein bisschen der Hintergrund, da ein lustiges, gemütliches Beisammensein zu machen mit irgendwelchen Quiz, irgendwelchen kleinen Gewinnspielen und wo dann dieser Wrestler oder diese beiden Wrestler dann den Höhepunkt bilden sollten, dass jeder die mal aus der Gegend zu sehen bekommt. Und ja, so ist es entstanden, so haben wir das damals Marek Lieberberg zugetragen. Der war sehr begeistert von der Idee und der hat es dann mit der WWE besprochen oder gemeinsam haben wir das mit der WWE besprochen und damals durfte ich auch noch immer Backstage, und da war das auch relativ einfach, mit denen zu besprechen und zu Bret Hart, also wie gesagt, den offiziellen, nicht den Wrestler, hatte ich sowieso einen guten Draht. Ja, und so ist es dann dadurch gekommen und als dann die Kooperation mit uns aufgekündigt wurde, nachdem die sich lieber mit Bild-Zeitung und so zusammenarbeiten wollten, haben die leider auch die Fanfeste dort einfach in eine Versenkung verschwinden lassen. Live Nation hat tausendmal auf die eingeredet, die wieder aufleben zu lassen. Aber Deutschen Office hat leider bislang noch nicht das Okay gegeben. Und das Problem ist auch, ich weiß nicht, ob vielleicht in Amerika irgendwas anders gesehen würde, aber ich möchte das deutsche Office auch nicht übergehen. Wenn die sich übergangen fühlen, dann bringen diese Fanfest auch nicht. Dann werden die nur halbherzig durchgeführt. Also wenn schon, muss das okay auch von denen kommen. Wir bemühen uns, aber wie gesagt, im Moment sieht es nicht so aus. Und ja, Christian macht ja ab und zu mal in Fulda, hat er jetzt zwei oder drei gegeben. Das waren auch eben reine Power Wrestling Lesertreffen. Und ob die weitergeführt werden, weiß ich nicht. Jetzt in Zeiten von Corona wahrscheinlich sowieso nicht, obwohl man weiß nicht, wie es im August dann auch aussieht. Es waren 30, 40 Leute da. Man dürfte es ja wahrscheinlich dort irgendwo gehen. Aber wie gesagt, das sind auch Sachen, die ich persönlich nicht so vorantreibe, weil ich persönlich nicht derjenige bin, der dort irgendwo oder große, wie soll ich sagen, Partylöwe ist oder irgendwas. Ich bleibe lieber schön im Hintergrund. Ist mir noch immer unangenehm, wenn irgendwelche Leute einmal beim Show sehen und dann Autogramme irgendwie haben wollen oder sowas. Ich weiß nicht. Also irgendwo macht es mich stolz, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob diese, ich sag mal, von manchen Leuten wird einem ja fast schon Ehrfurcht entgegengebracht. Also ich sehe mich irgendwie noch immer als Journalist, der den Leuten versucht, ihr Hobby nahe zu bringen, aber nicht als mehr. Wenn andere meinen, ich hätte vielleicht mehr fürs Wrestling getan, freut es mich, aber deswegen bin ich, glaube ich, genau der Wolfgang Stach geblieben, der ich auch vorher, gibt es keinen Grund dort
mich irgendwie als was Besonderes darzustellen. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich mich auch aus den Fanfesten selber immer zurückgehalten habe. Weil ich eben, es ist ein Team, das das Heft macht. Und wenn man das Team nicht hätte oder sowas, gäbe es das Heft nicht. Christian ist jemand, der so ein bisschen mehr extrovertiert ist. Ich bin mehr introvertiert. Also soll er das machen oder auch der Markus. Und ich halte mich so zurück. Okay. Eine Frage von Thorsten Fritz. Gibt es Bernd Model noch? Was macht er? Ja, Bernd gibt es noch. Hatte irgendwann vor ein paar Jahren noch mal kurz in Kontakt zu ihm. War ja immer irgendwo auf Krankenpfleger, hat er ja auch immer gemacht gehabt. Und da hat er, soweit ich weiß nicht, ob das noch immer aktuell ist, hatte sich selbstständig gemacht mit einer Firma. Und also auch im Krankenpflegedienst. Und soweit ich weiß, wenn sich da nichts geändert hat, gibt es die Firma noch immer. Uwe Fruth, mit dem bin ich was Bullies Magazin, über Facebook befreundet, weil er eine amerikanische Bulldogge und ihn erkennt man überhaupt gar nicht mehr, jetzt mit Vollbart und so durch die Gegend. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was er beruflich macht. Also, in seinem Profil steht. Gefragt habe ich nicht danach. Aber durch quasi das Bullies Magazin ist man auch mit Uwe wieder in Kontakt gekommen. Dann gibt es noch eine Frage, die betrifft. Achso, eben hatte ich mit Raskin hat er gar nichts mehr zu tun. Hat er nichts mehr zu tun, nein. Ich hatte ihm eine Karte für die WWE besorgt in Mannheim, da ist er nochmal hingegangen, aber mit dem Wrestling selber hatte Uwe gar nichts mehr zu tun und Bernd weiß ich selber nicht, wie ich an ihn rankomme, sonst hätte ich ihm das auch angeboten, aber er hatte Uwe mal gefragt, Uwe wusste auch nicht, hatte auch keinen Kontakt mehr zu Bernd. Ja. Ein Thema, das Thorsten Fritz hier anspricht, ist die NAWA. Die hatten wir heute noch gar nicht thematisiert. Hattest du irgendwie Kontakt näheren zu der NAWA damals? Ich weiß nur, dass Klaus Gildjohann, glaube ich, mit Alex Jan Dennecke Thomas Blades Trainingscenter da in Betzdorf irgendwie gefördert haben. Wie war da dein Verhältnis zu der NAWA? Das war ja eher so eine kleine Liga mit Wrestling-Fans, die Wrestler sein wollten. Ne? Also ich hatte eigentlich immer ganz guten Draht zu ihnen. Auch zu Jan hatte ich keine großen Probleme. Aber ich habe mich da überhaupt gar nicht drum gekümmert. Ich war, glaube ich, auch bei keiner NAWA-Show und mit Jan hatte ich einen guten Kontakt, guten Draht auch zugehabt und wir hatten aber auch nie Probleme gehabt. Ich weiß nur einmal mit den von der ECW, den Pitbulls oder sowas, die waren ja, glaube ich, auch mal bei einer NAWA-Show und da hatte der Jan nicht genügend Geld. Also es wurde bei der Show wohl weitaus weniger eingenommen, als er rechnete und er konnte die Pitbulls nicht bezahlen. Und ich glaube, das war Public Enemy, oder? Public Enemy, ja, Entschuldigung, nicht ja. Public Enemy, ja. Genau. Und irgendein aus Amerika dann angerufen, der auch mal für die NBA angetreten war und der hat denen gesagt, ja, der kannte auch mich und hat denen meine Nummer gegeben und hat gesagt, er ruft den Wolfgang an, weil er Jan denen gesagt hatte, er kriegt das Geld am nächsten Tag. Dann haben die mich angerufen und haben gesagt, ja, kann man ihm vertrauen, dass wir wirklich das Geld kriegen. Ansonsten wird es ihm nicht gut ergehen und habe ich gesagt, doch, ich gebe euch mein Wort, wenn ihr euch sagt, ihr kriegt das Geld morgen, dann kriegt ihr das auch. Und dann haben die gesagt, okay, dann
ich weiß nicht mehr, wer das war, der und der hat gesagt, wir können dir hundertprozentig vertrauen. Wenn du uns die Garantie gibst, dann lassen wir den Jan in Ruhe. Und ja, habe ich ihm dann auch angerufen, habe gesagt, ich erwarte, dass du dir das Geld auch wirklich morgen gibst. Hat gesagt, ja, ja, das kriegen die hundertprozentig. Und dann irgendwann um die Mittagszeit rief dann einer von den beiden an und hat gesagt, ja, sie haben das Geld von denen bekommen, von Jan bekommen, sie möchten sich auch nochmal bei mir bedanken. Und das ist mir noch mit der NHWA am meisten im Hinterkopf hängen geblieben. Zum einen wegen dieser Geschichte, zum anderen auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das ich so ein Vertrauen bei eben den Jungs da in Amerika genossen habe, dass die sagten, rufen Wolfgang an, wenn der Wolfgang dir die Garantie gibt, dann kannst du dich blind drauf verlassen. Da habe ich mich natürlich drüber unheimlich gefreut, denn sowas ist ja nun auch nicht unbedingt so selbstverständlich und hatte mich unheimlich drüber gefreut. Das können wir gleich verbinden mit dem nächsten, mit der nächsten Frage. Sponsoring für die WXW. Stimmt es, dass du damals auch die WXW finanziell unterstützt hast? Ja, ein bisschen. Also Peter war ja immer in Geldschwierigkeiten und gerade bei dem Event, da habe ich ihm dann, das waren nie Riesensummen, das waren so, ich weiß nicht, 200, 300, vielleicht auch 500 Mark waren damals noch. Aber es war nie, also es war insgesamt gesehen, waren es vielleicht bei 500, 600 Mark gewesen. Eher können auch weniger gewesen sein. Und ein bisschen hatte ich ihn dort unterstützt gehabt, aber wie gesagt, in insgesamt relativ geringen Beträgen, weil das war so zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt auch nicht mit dem Geld dort irgendwie rumschmeißen konnte. Aber ich habe Peter immer gemocht. Ich habe seinen Kampfstil zwar nie gemocht, weil ich mit diesen, wie gesagt, mit diesen Art von Kämpfen kann ich nicht viel anfangen, auch mit Deathmatches oder ECW oder ganzen die eine, die CZW oder sowas, das war nie was für mich. Aber ich mag den Peter insgesamt unheimlich gerne und deswegen, wenn ich ihm helfen konnte, habe ich ihm dort mal geholfen, auch wenn er distanzierte und meinte, ja, ich wäre mehrfach Millionär. Aber hat gründlich missverstanden, weil es hieß früher, wenn man den Verlag, er hatte mich mal gefragt, ob ich das Heft jetzt kaufen soll. Ich dachte, wenn ein großer Verlag kommt und das Heft kaufen will, sofort, meinte er, ja, wie viel würde man denn da kriegen? Aber ich sage, man sagt in der Regel den zweifachen Jahresumsatz würde man dann kriegen. Und damals war der Jahresumsatz rund 1 Million Mark. Und das wären dann eben 2 Millionen Mark gewesen. Aber leider gab es niemanden und gibt es auch heute niemanden, der auch nur annähernd so viel dort bezahlen würde. Deswegen war ich beteiligt irgendwo theoretisch Millionär, aber leider nie in der Praxis. Und da hatte Peter mich irgendwo gründlich missverstanden, denn mir sagte einer mal, der Peter sagte, du wärst Millionär. Wie gesagt, ich hatte vor, mit 35 Millionär zu sein, aber jetzt mit fast 62 warte ich noch immer da drauf. Wie, warum kam es dann zum Split, beziehungsweise warum hast du dann die WXW nicht mehr unterstützt? Gab es da dann Meinungsverschiedenheiten mit anderen Personen? Nö, der Peter hatte sich dann ja mehr oder weniger zurückgezogen. Und meine Unterstützung war immer auf Peter-Sachen. Richtung Peter richtet. Dann habe ich irgendwo mitgekriegt, dass es da eine, ich sag mal, eine neue WXW gab und hatte auch nur mitgekriegt, ohne jetzt da tiefer gedrungen zu sein, dass es dort von irgendwelchen Ärger auch mit zwischen Peter und den ja, Tess oder was ich in der neuen WXW drin war. Ja, und da habe ich mich dann ehrlich gesagt nie so großartig erkunde, dort mich noch weiter reingekniet. Zumal bei mir ist auch immer
das persönliche Verhältnis, die persönliche Sympathie gegenüber, die spielt bei mir immer eine wichtige Rolle. Und wenn einer weiß nur, dass Peter mir sagt, oder auch kannte Peters damalige Freundin sehr gut, die mir dann erzählt hat, dass man eben dort sehr ausgebotet hätte. Und ja, da war für mich sowieso auch wie so gewisse Vorbehalte schon da, weil Peter ist auch zum Teil einfach zu gutmütig oder auch zu doof, jetzt doof nicht im Sinne von geistig behindert oder so, aber dass er Leute dort eben zu sehr vertraut oder doof würde vielleicht gutmütig besser passen. Obwohl ja auch manche Leute dort zum Teil auch auf ihr Geld warteten oder warten ließ oder sowas, aber hat er nie absichtlich getan, weil er einfach zu gutmütig war und Leuten so sehr vertraut hat, die ihn dann wieder umhängen ließen. Und wenn ich jemanden mag, dann ist schon sehr viel geschehen, dass ich den fallen lasse. Da muss ich wirklich merken, dass derjenige mich ausgenutzt hat oder betrogen hat oder so. Aber den Eindruck hatte ich nie bei Peter, bis heute nicht. Und dort hatte ich schon immer so eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorbehalte gegen die neue WXW. Ob berechtigt oder nicht, mag mal dahingestellt sein. Aber da auch niemand das Gespräch mit mir gesucht hat, habe ich das Gespräch mit denen auch nicht gesucht. Christian hatte dann ja so drauf gebaut und ja, haben jetzt ja auch ein Interview mit Tess in der nächsten Ausgabe drin, aber über dich, Sigi, kommt kein Wort drin vor. Also noch im Negativen sind auch so, ist das Interview, glaube ich, ganz gut geworden. Ich habe auch Respekt vor dem, was die WXW sich da aufgebaut hat. Wenngleich ich auch den Eindruck habe, dass dort, wie soll ich sagen, das Selbstbewusstsein einiger Leute dort etwas überproportional zum Erfolg gestiegen ist und dort ja manches vielleicht eine gewisse Arroganz sich genau, eine gewisse Arroganz entwickelt hat über die Jahre. Genau, ja, das wollte ich jetzt auch gerade das Wort verwenden. Ich habe versucht, ein neues, anderes Wort zu finden, aber hätte jetzt auch ganz als nächstes gesagt, weil sie haben sich was geschaffen. Das ist unverkennbar, kann auch keiner leugnen. Auch auf dem Filmsektor mit dem Bildschirm, mit den Show, mit den Einlagen, die sie haben. Auch da, was die im Internet anbieten und so, mit den ganzen Sendungen, die sie haben, das ist schon alles toll. Aber wie gesagt, ich habe da bei einigen Leuten vielleicht jetzt weniger bei Tests, obwohl ich bei ihm auch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob er noch der liebe, alte, normale Test ist, der er früher mal war. Aber bei einigen Leuten habe ich doch den Eindruck, dass die auch schon der Meinung sind, dort irgendwo ein gewisses Vince McMahon-Level erreicht zu haben. Ja, dann hätte ich da gleich mal eine Zwischenfrage. Und zwar, ja, was hältst du denn jetzt davon, dass ich nicht mehr in der Hall of Fame bin? Wie ich dir ja auch schon privat sagte, für mich ist das absoluter Schwachsinn, diese Entscheidung. Bleib auch bei dieser harten Einschätzung. Zum einen, ich habe jetzt auch mal überlegt, welche WWE Hall of Famer es gibt, die im Nachhinein noch irgendwelche bösen Dinge dort gesagt haben über die WWE. Ist mir zwar im Moment keine eingefallen, allerdings werde ich auch wahrscheinlich noch drei oder vier Hall of Famer hinkriegen bei der WWE, aus jetzt ganz großen Namen. Mir ist nicht bekannt, dass du dich irgendwann in der Öffentlichkeit einmal dir die WXW
zerrissen hast. Du hast dich sicherlich kritisch zu manchen Sachen geäußert, da sehe ich aber auch kein Problem drin. Es wäre was anderes, wenn einer sagt, ja, ist ja alles von Scheiße, was zu machen und ich war der letzte Vernünftige, danach ist nur noch Schrott gekommen. Der ja, ist glaub, das ist ein Arschloch. Das war ja auch nicht der Grund, also ich meine nur, weißt du, dann könnte ich das ja noch alles in einer gewissen Sinn nachvollziehen. Nur wenn du da Privattest irgendwie was sagst, dass der oder diejenige schlecht ist oder dass ja dieses oder jenes nicht zu sagen, geh mal davon aus, das ist bestimmt mit Sicherheit so passiert, dann ist das was anderes. Privat kann man immer sagen. Das kann auch keinen Einfluss haben, ob man Hall of Famer ist oder nicht. Wenn du deine privaten eine ganz andere Ansicht hast zu bestimmten Dingen, also weiß ich jetzt auch mal zu Corona oder auch zu anderen Dingen, das hat ein Wrestler, der Wrestling-Gesellschaft, einen Scheißdreck zu interessieren. Da ist genau wie der gleiche Scheiß jetzt mit diesem Attila Hildmann, der sich da kritisch zu Corona äußert und dort eben auch dort zu Gates und so, wo dann anfangen Kaufland und Vitalis und wie diese Naturkostkette heißt, seine Bücher und seine Produkte aus dem Markt zu nehmen. Jeder muss hier die Freiheit haben, in diesem Land eine andere Meinung als die Mainstream-Meinung zu vertreten. Und solange es jetzt keine Meinung ist, wo sich jetzt ein Pascal Siegner hinstellt und sagt, ja, was habt ihr mit eurer scheiß pädophilen Hetze gegen die Grünen? So ein Mädchen von 13 Jahren oder von 12 Jahren kann doch auch süß sein. Und wenn dort irgendeiner mit dir was anfängt, ja, mein Gott, wenn die vielleicht ist sie ja schon reif genug, um zu wissen, was sie macht. Weiß, dann würde ich mir auch sagen, hör mal, so ein Mann, kannst du jetzt hier nicht noch als Hall of Famer laufen lassen. Aber wenn einer jetzt politisch eine andere Ansicht vertritt, aber auch gleichzeitig auch eine Ansicht, die jetzt keine wirkliche Extreme ist. Also wenn du jetzt meinetwegen sagen würdest, ja, Hitler war der beste Politiker, den es jemals gab, das ist sowieso alles nur gelogen, Holocaust gab es nicht, alle Juden sind gut behandelt worden, weißt du, dann könnte ich auch noch, hätte ich auch noch ein gewisses Verständnis, wenn man sagt, immer, der Mann, der schadet mir letztendlich, auch wenn das nicht irgendwie zur WXW, im Rahmen der WXW dazu geäußert hat. Aber zu politisch eine andere Ansicht zu vertreten, auch wenn die vielleicht unliebsam ist, die aber keine Extreme hat, weder in die eine noch in die andere Richtung, weißt du, deswegen einen rauszuschmeißen, ist für mich wirklich der größte Schwachsinn. Und habe ich keinerlei Verständnis für. Weißt du, meine politische Ansicht ist sicherlich auch für viele Leute ein leidiges Thema, auch dass ich durchaus ein Fan von Donald Trump bin und so. Aber wenn du dann die eine hattest, die dann, was weiß ich, so irgendwie gedroht hat, ja, Power, weiß nicht, aber zu kündigen, bloß weil ich dort gute Meinung über Trump habe, dann frage ich mich wirklich, was ist ich oder diese Leute. Ich, mir gefällt der Stern auch nicht und die Ausrichtung des Sterns. Dennoch lese ich ihn öfter mal. Weil es kommt da auch nicht auf die persönliche Ausrichtung des Chefredakteurs an oder was er denkt, sondern immer auf das Magazin an und bei dir letztendlich auf dich als Wrestler an. Was Pascal Siegner jetzt als Privatperson zu Corona denkt oder auch zu manch anderen politischen Themen, hat die WXW einen Scheißdreck zu interessieren, solange nicht ein gewisses Level überschritten wird. Und wie gesagt, dieses Level ist für mich eben eine extrem
extreme Ausrichtung. Wenn du dich jetzt also wirklich als offen als Nazi bekennen würdest und als Ku Klux Klan und dann vielleicht noch, weiß ich, an irgendwelche Ausländer verprügeln würdest oder sowas, oder eben irgendwas in der Richtung oder was weiß ich, hier pädophilen Neigung hättest und da auch vielleicht dann Vorbehalt wärst. Weißt du, das sind für mich Dinge, die sind No-Go. Da würde ich auch die WXW verstehen, wenn die sagen, nein, das geht nicht. Aber wenn ein Pascal Siegner sich in Corona positioniert und sagt, das ist ein absoluter Schwachsinn, was hier geschieht, was ist ja auch nachweislich für jeden, der ein bisschen des Denkens nach mächtig ist, auch ist. Man braucht bloß auf die Widersprüche zu achten. Wenn dann einer sagt, nee, Pascal, tut uns leid, wir müssen dir deinen Status entziehen, da habe ich wirklich kein Verständnis für und würde ich das testen oder wie auch immer, weiß ja nicht, ob die treibende Kraft dahinter war oder vielleicht gibt es ja auch noch andere Leute, würde ich dem das jederzeit auch ins Gesicht sagen. Denn wie gesagt, und dann irgendwie so eine blöde diplomatische Äußerung geben, sodass letztendlich kein Mensch weiß, was wirklich vorgefallen ist. Ja, es gab, sind einige Dinge vorgefallen, aber da möchten wir jetzt hier öffentlich keine Stellung zu nehmen. So. Das ist so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche und ein Zeichen Eingeständnis dessen, dass sie genau wüssten, dass die bei anderen Leuten auch nur für Kopfschütteln sorgen würden. Mhm. Entweder steht schon in der Bibel, sei Fisch oder Fleisch, aber nicht dort etwas dazwischen und das macht die WXW meines Erachtens im Moment. Ja, ich bleibe bei meinem Statement, man hätte mich vielleicht vorwarnen sollen. Ja, und ansonsten sage ich da persönlich nichts mehr dazu. Das Einzige, was ich allgemein noch dazu... Man kann zu Vince McMahon sagen, was man will. Er ist sicherlich in geschäftlicher Hinsicht meistens oder oftmals auch ein Arschloch. Aber soweit ich weiß, ist nie einer gekündigt worden oder ist ihm irgendein Status entzogen worden, indem man dort auf einmal das aus der Presse erfahren hat. Man hat ihn immer denjenigen zumindest vorher informiert und hat gesagt, hör mal, das und das geschieht. Und wenn es nur eben die reine Nachricht war. Entschuldigung, aber ich hatte dich eben unterbrochen, als du sagtest, so wolltest nur noch eins dazu sagen. Ja, naja, also zum Thema WXW möchte ich eigentlich nichts mehr sagen. Also von dem her, ja, ich bleibe bei meinem Statement, was ich rausgegeben habe. Und Marc, hast du noch weitere Fragen? Ja, ich habe noch einiges von Thorsten. Ja, wenn ich vielleicht noch eins dazu sagen darf. Wie gesagt, man sollte eigentlich eine Privatperson und ein Wrestler, ein Ultimate Warrior, hat den Hall of Fame-Status aufbekommen wegen seines wrestlerischen Status. Der Warrior war ja privat nun, also in seiner politischen Ansicht und so, hat sich Vince auch deutlich von ihm distanziert. Es gibt auch andere, also ich finde, man muss in jedem Beruf und gerade in der Showbranche muss man strikt zwischen dem privaten Menschen und dem Charakter, den er verkörpert, dort unterscheiden. Und wie gesagt, meines Wissens hast du dir nie als Wrestler, als Sigmaster Rappo dort irgendwas zu Schulden kommen lassen. Du hast nie über die WXW offiziell hergezogen. Du hast nie irgendwelche Leute mies, jetzt im Sinne von unsachlich mies oder von gehässig mies gemacht. Von daher, Entschuldigung, kann ich das noch wiederholen. Und jetzt nicht, weil ich bei dir eingeladen bin. Wenn ich anderer Meinung wäre, würde ich das betreten. Wenn Tess mir jetzt irgendwie ein Bild geschickt hätte, wo du mit einem 10-jährigen Mädchen im Bett bist, hätte ich das jetzt nicht auch so gesagt. Aber
so wie sich das abgespielt hat, ist das für mich unverständlich. Und selbst wenn Tess vielleicht sauer ist, dass vielleicht dann, ich glaube zwar nicht, dass das auf mich beeinträchtigt ist, die Zusammenarbeit mit Powerhousting beeinträchtigt, aber selbst wenn das so sein sollte, das mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe hier noch Fragen, dass ein Thema, und zwar da gab es einst ein Dory Funk Wrestling Seminar, wo unter anderem auch Sigi teilnahm. Stimmt es, dass Power Wrestling hier einigen Euro-Wrestlern dieses Camp und die Teilnahme ermöglicht und finanziert hat? Wolfgang, kannst du da noch, dich noch erinnern? Ich weiß zu dem Thema ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß nicht, wann ich auch Chris oder so da? Also da waren unter anderem Leute dabei wie Chris the Bambi Killer, Maverick, Eric Schwarz, Robert Fasser, Michael Kovac. Vornehmlich, glaube ich, war Chris the Bambi Killer da derjenige, der öfters bei dem Camp war. Können wir ja auch gleich bei Chris bleiben. Ja, hast du ihn damals unterstützt? War der quasi... Also ich wurde von Power Wrestling nicht finanziell unterstützt, dass ich da war. Also das kann ich schon mal... Welches Jahr war das? Das muss 2000. Gewesen sein, 2000. Nein, 2001 war das. Okay, aber Chris also ist schon 2000 auch in der Amerika. Ja, Chris war 2000 da und 2001 war dieses Camp, wo wir zu sechs da waren. Also ich weiß persönlich nichts davon. Wie gesagt, ich weiß, dass Johann, dass er dort immer so mit dem Euro-Wrestling bisschen was hatte. Und es kann vielleicht auch sein, dass er damals irgendwie jemand was dazu getan hat. Ich weiß es persönlich wirklich nicht mehr. Irgendwas schwört im Hintergrund. Er hat irgendwie, kann ich mich erinnern, da ein bisschen Werbung gemacht für Power Wrestling. Bei Interviews, die ich mit ihm machte, und da kam mir so der Eindruck, dass irgendwie Power Wrestling damals in der Anfangszeit von Chris Raber ihr ihn unterstützt habt. Ich weiß nicht auf welcher Basis, aber er hat immer gesagt, kauft Power Wrestling, super Magazin, und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwie eine Zusammenarbeit im Gange. Wieder, ich weiß, dass Giljohan ab und zu mal ein bisschen Geld dort so deutschen Promotions dazukommen lassen. Vielleicht auch Wrestlern, irgendwas mit Dory Funk schwebt mir so im Hinterkopf rum, aber ich weiß wirklich, also von meiner Seite aus ist wissentlich kein Geld an Chris oder ansonsten an jemanden geflossen. Aber Giljohan hatte ab und zu mal die ACW ein bisschen unterstützt, hatte sonst irgendwelchen, ich glaube in Marburg gab es nochmal einen, kann sein, dass auch ein bisschen Geld von Giljohan zugeflossen ist. Es kann auch sein, dass er vielleicht Chris ein bisschen unterstützt hat, das weiß ich nicht. Und gut, dann wird Giljohan das sicherlich dann im Namen von Bauer was gemacht haben. Aber da muss man wirklich Chris mal fragen. Mhm. Danke übrigens für den Hinweis, wenn ich selber mal Chris frage. Denn mir ist also nichts, also ich weiß es wirklich, da ist jetzt auch keine blöde Ausrede. Wenn ich was wüsste, würde ich es auf und zu geben. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Gelder geflossen sind an Chris oder an irgendwelche anderen Leute. Ja, dann gibt es eine Frage. Es gab bei der EWP von Christian Eckstein ein Power Wrestling Fan-Treffen, bei dem Wolfgang Stach in einem Arm Wrestling Contest teilgenommen hat. Und da schreibt er, keiner konnte Wolfgang schlagen, bis Alex the Iceman vorbeikam. Und ihn mit seiner Hand auf der Hand eines Fans. gut, kannst du diese Situation dann mal schildern? Kannst du dich noch erinnern? Das ist jetzt über 15 Jahre her. Ich weiß überhaupt gar nicht, dass es ein Fanfest bei der EWP gab. Und ich bin also hundertprozentig sicher, dass ich niemals an irgendeinem Arm was liegen
Contest statt teilgenommen haben. Okay, dann wird es also ein Fake-Contest gewesen sein oder sowas, denn ich gehe mal davon aus, dass fast jeder Wrestler, wenn es nicht gerade irgendwo ein absolutes Reichsgewicht da von 60 Kilo wäre oder sowas, dass sie mich im Hamburg-Wrestling-Contest geschlagen hätte. Ich kann mich also beim allerbesten Willen nicht erinnern. Also wenn, dann müsste es ja mit Sicherheit auch irgendwelche Fotos geben. Ja. Also wenn irgendeiner von den Zuhörern dort jetzt irgendein Foto hat oder sowas, würde es mich freuen. Ja. Dass er an Marc, an Sigi oder auch direkt an mich geschickt würde, denn ich war nur einmal bei der EWP, da hat einer von ehemaligen WXW mit K irgendeiner Kienen oder ich weiß nicht, irgendeiner, der war da und das war das einzige Mal, glaube ich, dass ich überhaupt bei der EWP war. Ja. Also von daher an ein Fanfest oder Fantreffen kann ich mich am besten Willen nicht erinnern und an einen Arm-Wrestling-Contest gar nicht und Christian Eckstein. Also wir hatten ein, ich würde mal sagen, fachliches Verhältnis, kein privates Verhältnis jetzt in dem eigentlichen Sinne von privat. Dann schreibt eine ganz simple Frage. Was ist mit dem ehemaligen Wrestler, der von Power Wrestling unterstützt wurde, Gabriel geworden? Kannst du dich an den noch erinnern? Der trainierte bei Thomas Blade in Betzdorf. Ja, der hatte, das stimmt, da wollte der Gil-Johann, der hatte auf die große Hoffnung in Gabriel gesetzt und stimmt, der ist von Gil-Johann auch unterstützt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das indirekt dann eben auch Power Wrestling war, weil Gil-Johann hat ja auch Geld von mir gekriegt. Aber Gabriel, stimmt, den gab es ja auch noch. Das habe ich schon total vergessen. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Der ist auch in der Versenkung verschwunden. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wie ist dein Verhältnis oder ist heute dein Verhältnis und wie kam es zum Kontakt mit den Kommentatoren Carsten Schäfer und Uli Fesseler? Ja gut, Carsten habe ich damals öfter bei den WWE-Shows oder WWF-Shows kennengelernt und es war immer so ein gesplittetes Verhältnis. Also ich habe ihn Christian und er mögen sich überhaupt gar nicht. Ist, glaube ich, auch kein offenes, oder ist ein offenes Geheimnis. Und ich hatte ihn meines Erachtens eigentlich immer recht fair behandelt. Also ich hatte immer gesagt, dass ich kein Fan seiner Kommentierung bin, dass ich sie aber verstehe, dass er ist angestellt von der WWE und muss dann eben die Kommentierung so machen, wie die WWE es dann eben von ihm verlangt. Er kann dann nicht gerade damals am Anfang, konnte er jetzt nicht Kayfabe brechen oder konnte er keine anderen Promotions nennen, weil das war ein absolutes No-Go bei der WWF damals. Von daher habe ich das, glaube ich, ihn immer verstanden und zum Teil auch im Heft oder so in Schutz genommen. Auf der anderen Seite ist er mir aber zum Teil auch in den Rücken gefallen, indem dort irgendwie aus Amerika für der Käfig gebrochen und so weiter und so fort. Und das können die ja im Prinzip nur hier, damals gab es ja nur Carsten quasi und Michaela Pollock. Und kann nur von den beiden gekommen sein. Und ich weiß also zum Teil, dass Carsten dort wohl auch ziemlich viel Mist muss. Jedenfalls, dass mir da so einige Wrestler dort erzählen. Also Bam Bam war zum Beispiel einmal, Gott sei Dank war er da nüchtern, da wollte
angerufen und hat dann gesagt, ja, du hast beim Punkten, du hast mir null Punkte gegeben, warum soll ich mich mit dir unterhalten? Das ging dann bei dir mit dem Dennis Rodman oder was das da war. Und habe ich gesagt, ja, ist dir denn aber auch gesagt worden, dass ich dir zwar, und du hast unser Match null Punkte gegeben. Habe ich gesagt, ja, das stimmt natürlich, aber habe ich dir auch, ist dir auch gesagt worden, dass ich dir 5 Punkte gegeben habe, dafür, dass du ihn so durchgezogen hast, dass da eben wenigstens noch die Sache halbwegs glaubwürdig rüberkam. Nö, das ist mir nicht gesagt worden. Ja, und wie gesagt, Gott sei Dank war er, als ich ihn da begrüßt habe, nüchtern. Denn wenn wir betrunken waren, dann war wirklich schlecht, Kirschen mit ihm zu essen. Oder auch weder. Als mich ihm vorstellte, drehte er sich nur um und sagte, jemand, der nur auf die WWE oder WWF draufhaut, mit dem rede ich nicht. Und ist dann gegangen und dann ist Owen hinter ihm her und hat gefragt, was los ist. Und dann kam er noch in Berlin, weil das dann kam wieder dann im Hotel und du bist doch Wolfgang, oder? Habe ich gesagt, ja, warum? Und war dann so, bin ich auch aufgestanden in der Bar, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, ja, unten so schön im Sitzen, sitzen bleibe und auf mich runtergucken muss. Und hatte gesagt, ja, da ein gewisser Herr, der dort noch an der Bar steht, hat Scheiße über mich erzählt, aber Owen hat mich aufgeklärt. Und ja, also von daher kann ich Carsten natürlich zum Teil verstehen, wenn er dann sagte, dass ich dann irgendwie K-Fape gebrochen habe oder irgend sowas. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, hat er sich dann zum Teil eben auch so ein bisschen aufgespielt, als wäre der was ich der Graf Koks von der Gasanstalt wäre oder irgend sowas, weil es nur in Leipzig nochmal ziemlich lautstarke Auseinandersetzung, was dann Hunter zu einem nicht ganz jugendfreien Kommentar zu Carsten veranlasste. Aber mittlerweile glaube ich, dass das Verhältnis zwischen Carsten und mir wieder neutral ist, also dass wir uns oder wir uns mal sehen oder wir uns sprechen oder mal schriftlich Kontakt haben, dass es dort sachlich ist und also nichts ist, wo er mich jetzt in die Pfanne haut oder nichts ist, wo ich ihn jetzt in die Pfanne haue. Ich habe dann noch natürlich zwei momentane Top-Leute. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Olli Fetzler, ja, die habe ich dann noch irgendwie, Olli war mit Betty ganz gut befreundet und über Betty habe ich dann mal zu Olli Kontakt bekommen und ja, war dann auch so einige andere, die ich dann noch auch über, was ich dann so von Carsten, so von aus der Arbeit, aus dem Studio dort erfahren habe. Und dadurch sind Uli und ich dann in Kontakt gekommen. Ja, und wir haben ja auch heute noch, wir lebt ja in Amerika, und wir haben heute noch über Facebook dort Kontakt. Ja. Zwei Leute, die sicher in Europa große Nummern sind, auch schon in Amerika ein Mann, Walter und Chris, der Bambi-Killer. Die gelten so als die Top-deutschsprachigen Leute der letzten 20 Jahre. Wie siehst du deren Entwicklung? Ja, Pros und Cons gibt es ja genug. Der eine meint, also Walter sei mehr den Weg gegangen über die Leistung und Bambi Killer doch eher um über die Vermarktung. Ein bisschen, sage ich mal, hat nicht jetzt Fuß fassen können in der WWE. Und Walter hat jetzt einen NXT-Vertrag. Also wie würdest du die beiden vergleichen? Also Walter, muss ich sagen, den habe ich viel zu wenig beobachtet gehabt oder sowas. Habe den ein, zwei Mal, glaube ich, in Deutschland gesehen. Aber ich wusste also immer, dass er ein sehr guter Wrestler ist und so. Aber seinen Weg hatte ich nie beobachtet. Ich habe dann natürlich mitgekriegt, dass er dann bei NXT war, jetzt bei der WWE und so. Aber ich habe also, wenn ich vielleicht 5 oder 10 Minuten Kampf von ihm gesehen habe, dann ist das viel. Aber wie gesagt,
ich weiß also von dem, was man so liest, was man mitkriegt, dass er ein ausgezeichneter Wrestler ist. Von daher hat das, glaube ich, verdient. Dambi, na gut, ich kenne ihn noch als Hänfling bei seinem ersten CWA-Auftritt, da habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein Bild, wo er da noch im Ring steht oder sowas. Also Bambi ist, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt unter die Top 10 der besten Wrestler auf der Welt oder sowas einsetzen. Aber er macht für das Gimmick, was er verkörpert, macht er, finde ich, einen sehr guten Job. Er ist sicherlich auch viel über die Vermarktungsebene, so von seinem Body her und so, ist er wirklich sehr impressiv, wie er aussieht, und er kann sich auch sehr gut vermarkten. Er hat dort auch sehr viel Kontakte geknüpft und die auch weiter geholfen haben, und ein Wrestler, der jetzt vielleicht nur so aussehen würde wie er, der sie aber nicht so vermarkten könnte oder so, der wäre wahrscheinlich nicht so weit nach oben gekommen, aber daraus mache ich jetzt absolut keinen Vorwurf oder sowas. Ein Hulk Hogan ist auch nur durch seine Vermarktung, also er kann ja eigentlich besser kämpfen als das, was er dort zeigen durfte. Hogan hat ja in Japan durchaus sehr ansehnliche Matches gezeigt, aber letztendlich ist ja durch die Vermarktung, durch das Gimmick, ist er an die Spitze gekommen, und weniger durch außergewöhnliche Leistungen. So würde ich das bei Chris auch machen. Chris ist, glaube ich, ein guter, vielleicht sogar ein sehr guter Wrestler. Dazu habe ich auch zu wenig von ihm jetzt im Ring in den letzten Jahren gesehen. Aber er kann sich sehr gut vermarkten. Er sieht sehr gut aus, also so wie man sich einen Wrestler dort vorstellt, gerade auch für die Gegenden, wo er dort hauptsächlich kämpft. Also von daher finde ich, kann man jetzt nicht sagen, Walter hat es besser gemacht oder Chris hat es besser gemacht oder der eine hat es schlechter gemacht. Sie haben sich auf ihre Stärken, jeder auf seine Stärken konzentriert, und sie haben beide sehr viel erreicht, wobei ich insgesamt, wenn ich jetzt das reine Superstar-Potenzial sehe, ich eher dort als wahren Superstar sehen würde, als Walter, weil, was ich so mitgekriegt habe, fehlt ihm doch noch die Persönlichkeit, der Charakter, wie er sich selber vermarktet. Und gut, das ist dann bei der WWE heute nicht unbedingt mehr erforderlich, um dort wirklich an die Spitze von der WWE zu gehen. Denn wenn ich da irgendwie so an den Orten gucke oder an den Reigns oder wie sie alle heißen, also von der Ausstrahlung, von der Vermarktung, ja, liegen die also irgendwo bei einer 2 oder bei einer 3 auf einer Skala von 1 bis 10. Und höher würde ich Walter auch nicht einschätzen. Aber wenn es darum gehen würde, wenn Bambi seinen Fuß in die WWE bekommen hätte oder jetzt aus irgendwelchen Gründen noch kriegen würde, dann würde ich Bambi eher als Superstar in der WWE sehen als Walter. Was jetzt nicht despektierlich gegen Walter gemeint ist, aber von der Ausstrahlung her bin ich der Meinung, hat Chris doch mehr als er. Und für mich macht, vielleicht bin ich da auch oldschool oder sowas, für mich macht die Ausstrahlung, ist die Ausstrahlung noch wichtiger als das wrestlerische Können im Ring. Okay. Apropos Ausstrahlung. Vielleicht geht es da zu dem Fall. Vielleicht sorge ich jetzt ab und nachts bei den Leuten, die das hören, aber
Ein Warlord zum Beispiel, das habe ich auch gegenüber einem Walter, der absolut fünfmal größere Superstar. Ja. Obwohl Warlord auch absolut aber ich gehe eben mehr auf die Ausstrahlung, auf das Gimmick, das ja mit der Ausstrahlung einhergeht. Wenn jemand eine Ausstrahlung hat, hat er das richtige Gimmick. Wenn das Warlord als Red Rooster eingestellt hätten, wäre auch nie angekommen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, vielleicht bin ich da eben noch too old school. Von den Leistungen her müsste man Walter sicherlich höher einstufen als Chris, aber vom Gesamt und Total Package her oder sowas, Luger war auch nie gut, aber er stand doch an der Spitze. Und deswegen, also wenn ich Vince wäre und ich hätte beide im Kader, würde ich eher Chris an die Spitze pushen als dort Walter. Du bist wieder abgehakt. Welchen Stellenwert hat das Damenwrestling mittlerweile im Power Wrestling Magazin? Hast du da, ja. Ich habe das sicher mitbekommen, dass da schon ordentlich weiter was sich entwickelt hat in den letzten Jahren, speziell auch die WWE mit ihren NXT Brand und so. Also die Damen sind auf dem Vormarsch. Wie siehst du die Entwicklung? Ja, Chris ist da ja auch mit Markus ja sehr pro Frauen Wrestling ausgerichtet. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, wir hatten jetzt auch Becky war ja, glaube ich, am Cover und nächste Cover weiß ich jetzt noch gar nicht. Also ich persönlich bin kein großer Freund von Frauenwrestling. Von Power Wrestling wollte ich gerade. Ich bin kein großer Fan von Frauenwrestling. Weil das ist für mich zu sehr das Gleiche. Also es gibt viele unterschiedliche Stile, die die Frauen mittlerweile beherrschen. Und es gibt viele verschiedene Kämpfe. Aber für mich ist es noch immer irgendwo so, wenn man zwei oder drei Frauenkämpfe gesehen hat, dann hat man alle gesehen. Es gibt für mich zu wenig Abwechslung, zu wenig Unterschiede. Auch vom Aussehen her, die Frauen sind meistens nun mal in einem, wie soll ich sagen, Frauengewichtsklasse oder sowas, die irgendwo, was ich eben schlanke Frauen. Gut, es gibt auch da welche, die hier 110 Kilo bringen oder auf die Waage bringen oder die sehr klein sind oder sowas und solche High-Flying-Aktionen oder sowas dann hervorstechen. Aber es ist für mich, wie soll ich sagen, zu wenig Diversifizität bei den Frauen da. Ja, fehlen die Freaks. Ja. Das ist ja auch ein Thema. Die WWE hat Abstand genommen von den, sage ich mal, den wirklichen Freaks, den Schwergewichtigen, auch bei den Männern. Ist das vielleicht auch ein Thema, dass alle fast gleich ausschauen? Jetzt nicht nur bei den Herren, die haben alle einen Bart und eine Glatze, ja. Dieses stereotype Look, und auch bei den Frauen ist da nicht viel Unterschied. Wenn ich die 80er Jahre vergleiche mit King Kong Bundy oder One Man Gang oder einem Andre the Giant, und dann gab es natürlich auch die Muskelprotze wie Warrior, das findet man heute nicht mehr so in dem Ausmaß. Der Sherry zum Beispiel, die würde ja heute überhaupt gar nicht mehr reinpassen dort in den Frauenpool, die die WWE hat. Sie sah, oder Luna, die beide sahen nun wirklich, entsprachen nicht unbedingt den Schönheitsidealen, die dort heute ja zum großen Teil vorherrschend sind. Und auch von ihrem ganzen Wesen her waren beide ja ganz, ganz anders als die Frauen, die man heute an der Spitze von der WWE sieht. Und du hast es angesprochen, die sehen alle gleich aus. Wenn man früher in der, ich erinnere mich noch, als wir in Frankfurt einmal mit der WWF waren, war eine der ersten ein oder zwei Shows, wo die in Frankfurt waren, da sind wir dann so mit
10 Leuten oder sowas, Hawk unter anderem, weiß nicht, wer da noch alles bei war, kann sein, also die Nasties bei waren und so, sind wir da durch Frankfurt, da, wie heißt er, da ist Nachtleben dort stattfindet, sind wir da durchgegangen. Die Leute sind stehen geblieben, haben hinter den Leuten hergeguckt, weil das eben vom Aussicht her Leute waren mit Hawk dort mit dann fast 2 Metern und die Irokesenfrisur und dann eine Lederjacke oder die Nasties dort lang gegangen sind. Das waren Leute, die aufgefallen sind. Oder auch bei den Frauen, die sind bereit abgefahren und so. Und heute wenn du die siehst, also ich sage immer, das sind Boygroup Männer und in Badehosen. Ja. Die sind früher, wenn du mit denen in der Disco gegangen bist, jeder hat auf die geachtet und nur auf die drauf geschaut, weil die wirklich dort eben Charakter hatten oder Gimmicks hatten oder eben außergewöhnliche Leute waren. Heute geht doch mal in eine Diskothek oder einen Club und Nacht oder Wochenende und Mitternacht, immer vorausgesetzt, die werden wieder geöffnet. Da siehst du, von 100 Männern könnten 70 Männer vom Aussehen her bei der WWE auftreten. Ja. Keine besonderen Looks mehr. Das war auch zu der Zeit, wo Brent Sean, Marty und wie sie alle dort hießen, Davey und so, Randy Savage dort waren, hatten wir ungefähr 70% weibliche Leser und 30% männliche Leser. Erklärung war auch einfach, hat Betty mal gesagt, klingt zwar total blöd, aber wenn man drüber nachdenkt, hat sie recht, das waren Männer, die normal aussehende Frauen oder auch hässlich aussehende Frauen nie ins Bett bekommen hätten. Also haben sie denen zugejubelt und waren das die allergrößten Fans von denen. Und wir hatten gesehen, gemerkt, das erste Special, das wir rausgegeben hatten, das war ein Frauen-Special, ist total scheiße gelaufen. Klar, eine, ich sag mal, 90 Kilo Frau mit 1,65 Meter, die hängt sich da keine Deborah oder Sable oder so an die Wand. Aber so eine Frau hängt sich einen Shawn Michaels an die Wand, die hängt sich einen Bret Hart an die Wand. Und heute sind es ungefähr umgekehrt, 70-75% Männer und nur noch 25-30% Frauen, weil eben dieser extravagante Look, dieser außergewöhnliche Look, dieser, ich sag jetzt mal auch, dieser Macho-Look oder sowas, einfach nicht mehr da ist. Und dadurch hat die WWE auch sehr viele weibliche Fans verloren, weil die eben, wie soll ich sagen, die Bedürfte, das ist so ein blödes Wort, aber die Wünsche von denen gar nicht mehr erfüllen. Denn wer ist heute noch wirklich ein typischer Frauenschwarm? Ja. Roman Reigns ist, glaube ich, jemand, auf den viele Frauen schwärmen. Aber Roman Reigns ist doch auch niemand, der jetzt auch so eine Ausstrahlung hat, die ein Brett hatte, die einen Shawn hatte, die einen Randy Savage hatte oder auch viele andere, Davy Boy und so. Und deswegen, meines Erachtens, ist das mit einer der Gründe, warum es mit dem WWE, Wrestling allgemein abwärts ging, weil die WWE, AIW leider auch, obwohl man sich damals in dieser Richtung noch ein bisschen mehr Mühe gibt, dass die niemanden aufbauen, der so der absolute Over-the-Top-Star ist.
wenn ich dann so mehrere Interviews lese von Cena oder Orton oder wie das war, oder vielleicht auch beide. Ja, im Gegensatz zu früher liegt heute nicht mehr alles auf den Schultern von je einem, sondern sind es mehrere Schultern, die tragen. Dann stelle ich mich natürlich die Frage, wo tragen diese Leute die Gesellschaft, wenn die Ratings früher bei 6-7 waren, heute bei 2 liegen, auch in normalen Zeiten, wo keine Corona ist. Wo sind die Leute, die damals die Leute in die Hallen gezogen haben? Heute ist WrestleMania ausverkauft, aber selbst die großen Pay-Per-Views, die haben zum Teil nur 10.000, 12.000 Zuschauer, die Hausshows sind 800.000 Leute nur. Wo sind die Leute, wie Hogan und so, oder Brett oder Shawn, die waren damals schon für 2.000-3.000 Leute gut, weil die ganzen Frauen dort, wenn man sich alleine wie den Leuten dort in die Halle getigert sind, haben sie vielleicht nicht fürs Wrestling interessiert, aber sie wollten da einen verschwitzten Shawn Michaels, einen verschwitzten Bret Hart, oder ein verschwitztes Tag Team Rockers sehen und so. Das hast du heute alles nicht mehr. Die wollten die Riesen sehen. Die hast du heute auch nicht mehr. Von daher bin ich der Meinung, die gehen alle einen falschen Weg und du musst ein, zwei Leute haben, die das Gesicht einer Liga sind. Du kannst nicht sagen, ja, wir haben 10 Leute, ja, die 10 Leute ziehen meines Erachtens weniger, als wenn du ein, zwei Leute hast, wo sich jeder umdreht, den jeder auch kennt. Frag mal jeden, frag heute in Amerika, wer kennt Roman Reigns? Wer kennt Randy Orton? Ich bin sicher, die meisten Leute, hä? Who's that? Hast du damals gefragt, wer ist ein Undertaker? Wussten 90%. Wer ist ein Hulk Hogan? Wussten wahrscheinlich sogar 95%. Wer ist ein Ultimate Warrior? Wussten auch fast alle. Wer ist ein Bret Hart? Wussten auch fast alle. Aber heute, Roman Reigns, frag mal nach einem Braun Strowman. Würde mich mal interessieren, wie viel Prozent der Amerikaner Braun Strowman kennen. Außerhalb der WWE wahrscheinlich 1 oder 2%, wenn überhaupt. Ja. Das kann doch nicht normal sein und das kann doch auch nicht die Absicht einer Promotion sein, so Leute an der Spitze zu haben, die auf gut Deutsch gesagt kein Schwein kennt. Ja, ist das vielleicht die Philosophie von Vince McMahon, der jetzt sagt, er möchte keinen mehr, der zu viel Macht gewinnt als einzelne Person, wie damals eher ein Hogan oder ein Warrior war, die quasi die das Aushängeschild war in der Liga. Der McMahon geht in die Richtung, nein, ich möchte alles kontrollieren und ich wechsle aus, wen ich möchte. So kommt es mir vor. Meiner Meinung nach, einer der Hauptgründe ist auch das Fernsehen an sich. Die Fernsehanstalten sind nicht mal bereit, Leute langfristig aufzubauen. Du musst die Quote haben. Beispiel aus einem ganz anderen Sektor, Country-Musik. Ich hatte ja mal das Country-Magazin und da war Reba McEntire auch hier in Düsseldorf in der Turnhalle. So im Konzert hatte ich ein Interview mit ihr. Und Reba McEntire ist ja in Amerika eine der absoluten Superstars. Mhm. Mit Millionen Verkäufen pro Album und. Und ich hatte sie da auch gefragt, wie sieht's aus, wenn du heute starten würdest, würdest du heute noch so bekannt werden? Hat sie gesagt, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Meine ersten 3 Alben waren alles durchschnittlich verkauft. Erst das 4. die Charts hochzuklettern und die Charts zu erobern. Meinst du, heute hätte aber keine Plattenfirma irgendwie, würde irgendeinen unterstützen, bei dem nicht die zweite Platte, das zweite Album in die Charts schießt. Wenn man viel, viel Glück hat, wird noch ein drittes Album gemacht, aber damit hat es nicht. Und so ist es letztendlich auch beim Wrestling. Du brauchst eine Zeit, um einen Steve Austin, einen The Rock, einen Hogan aufzubauen. Guck dir mal an, wie Austin zuerst bei der WWE, als er anfing, da hat er überhaupt gar nicht gezogen. Wie dir mal einen Diesel an, als er dort anfing, hat er überhaupt gar nicht dort gezogen. Das kam alles mit der Zeit, da wurde eben mal gewechselt, wurde
dort anderes Gimmick gefahren. Man wurde, das gab, man ließ den Leuten Zeit, man ließ Austin Zeit. Da war auch nicht von einer Seite da. Man ließ ihm Zeit, sich sein Badass-Gimmick dort zu entwickeln, aufzubauen. Das ist sicherlich damals auch zum Teil leichter gewesen, weil du hattest doch noch mehr Superstars. Nur dieses ist versäumt worden. Heute hast du gar keinen mehr. So ein Undertaker, den kannst du nicht in jeder Show noch als Zugpferd bringen. Und damit fehlen die Leute, die die Quoten bringen. Deswegen mussten diese Fernsehsender verlangen, aber die und die Quoten, wenn du die nicht hast, gibt es einen Abzug bei den Geldern, diese Zahlen, oder wo läuft sogar Gefahr ausgeschmissen werden. Also muss dieses Sensationsfernsehen gemacht werden. Muss immer, was weiß ich, irgendwas Neues drin sein. Irgendwie ein Superkampf oder ein leistungsmäßig, was weiß ich, spektakuläres Match durch, was weiß ich, 17 Tische oder irgend sowas. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass zu lange versäumt wurde, dort diese Superstars aufzubauen, man heute überhaupt keinen mehr hat, man heute dort viel länger und viel weniger Quoten hätte als benötigt. Dazu kommt noch, was ich eben schon erwähnte, dass du heute ein Soap-Opera-Publikum hast, das 1000 verschiedene Alternativen hat. Früher hattest du ein Wrestling-Stammpublikum. Da bestand das Publikum zu 70% oder 80% aus Wrestling-Fans, die Wrestling sehen wollten, die allerdings auch egal war, wenn man vielleicht in einer Sendung oder auch in zwei Sendungen hintereinander keine besonders spektakulären Sachen passieren. Hättest du heute aber vier Sendungen, die meinetwegen Anfang der 90er Jahre gewesen wären, dann würde kein Schwein mehr einschalten, weil die Leute, weil es heute Soap-Opera-Fans sind, die wollen die Show-Elemente drin haben. Die wollen, denen ist es lieber, wenn von 3 Stunden, 1,5 Stunden Gequatsche sind, als wenn von 3 Stunden 2,5 Stunden Kämpfe wären, darunter vielleicht auch noch Jobber-Matches oder sowas. Das will heute keiner sehen. Mir fehlt also das Stammpublikum. Die Leute sind eher bereit, woanders hinzuschalten. Und das ist das große Problem, was Vince aber selber mit verschuldet hat, indem er zum Teil nur noch auf Quoten ging, aber nicht mehr auf die Superstars und versäumt hat, die Superstars aufzubauen und Geld in diesen Aufbau zu stecken. Und eben in Verbindung damit, dass die Fernsehanstalten heute Quote haben wollen und nicht haben wollen, dass die, ich sag mal, für die nächsten 5-6 Wochen um 0,5 Ratingspunkte abfallen, selbst wenn es danach dann um ein Ratingpunkt wieder auf Dauer nach oben gehen wollte. Die sind, haben lieber diese niedrigere Ratingsquote, dafür aber stabile Quote. Weil das Werbegeschäft ist das Einzige, was heutzutage für die Fernsehsender noch zählt. Die Refinanzierung und die Einnahmen durch die Werbung. Wenn die nicht mehr da, dann ist, kann die Show noch so gut sein. Dann könntest du, was weiß ich, 5 Shows hintereinander haben, die so spannend sind wie WrestleMania 3. Dann würden die Fernsehanstalten wahrscheinlich noch immer sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Mach doch hier mal irgendwelche Sensationen oder sowas, die wir haben wollen. Und ich glaube, das ist das große Problem, aber was die WWE sich selber mit verschuldet hat. Denkst du, es wird ja irgendwann einmal auch ein Leben nach Vince McMahon geben? Denkst du, dass sich großartig etwas ändern wird, wenn seine Kinder, Stephanie oder wer auch immer dann als nächster das Zepter übernimmt, dass sich da etwas ändern wird oder noch schlechter? Das große Problem ist erstmal, wie weit das Vertrauen verloren geht. Man hat hier wieder ein ganz anderer Unternehmenssektor, als der Firmengründer Nixdorf gestorben ist, ging es mit dem Unternehmen runter. Der Aktienkurs verlor 30-40% an Wert, und obwohl
Nixdorf selber ja auch nur ein Mann von vielen war, aber das Vertrauen war auf einmal weg, weil das Unternehmen so mit dem Namen, ich glaube Hermann hieß der, mit dem Namen Hermann Nixdorf verbunden war. Die WWE ist mit Vince McMahon verbunden und es ist die Frage, falls er jetzt stirbt, wenn er sich langsam Schritt für Schritt zurückzieht, würde der Wechsel wahrscheinlich einfacher klappen. Nur da ist Vince, glaube ich, nicht so bereit. Wenn Vince von heute auf morgen sterben sollte, glaube ich, könnte es für die WWE sehr große Probleme geben, weil das Vertrauen auf einmal weg ist. Hunter ist meines Erachtens ein Mann, der viel näher an der heutigen Zeit dran ist als Vince, wahrscheinlich auch viel weniger Fehler machen würde. Wobei an das Problem, was ich an bei Hunter sehe, ist er, dass er zu sehr auf die Qualität der Kämpfe geht. Meines Erachtens kommt es nicht auf die Qualität der Kämpfe an, sonst hätte nur Ring of Honor, wie sie alle hießen, dort hätten dort was ich, Nummer 1 sein müssen oder sowas jahrelang. Die Leute wollen nicht Qualität sehen, die wollen Show sehen. Die wollen Charaktere sehen, die wollen einen Drumherum sehen. Und da weiß ich wiederum nicht, ob Hunter dieses Feeling hat, was ich schon lange verloren, alleine wahrscheinlich aufgrund seines Alters. Deswegen bin ich auch froh, dass Christian das Heft macht, weil ich mit meinen fast 62 Jahren recht der 25-Jährigen, der heute 30, 35-Jährigen, Christian mit seinen Ende 30 oder sowas, spricht diese Sprache noch. Deswegen schreibe ich ja auch kaum noch was, mal so ein paar Rückblicke, mal ein paar Kolumnen, überlege mir noch, ob ich über einen gewissen Schweizer Herrn noch ungerecht behandelt wurde, ob ich da im nächsten oder im übernächsten Heft nicht ein paar Worte zu schreibe. Aber ansonsten weiß ich, Vince war ein Genie zu seiner damaligen Zeit. Heute hat er allein aufgrund des Altersunterschieds dieses Feeling verloren. Ich weiß nicht, ob Hunter dieses Feeling jemals hatte. Meines Erachtens setzt er zu sehr auf zu hohe Qualität der Kämpfe, was mit der Zeit dann auch langweilig wird, weil du kannst deine Kämpfe nicht immer von der Qualität her überbieten. Irgendwann ist eine gewisse Sättigung erreicht und die Leute dann auch ein bisschen enttäuscht werden, dass nicht das nächste 5-Sterne-Match an dem Abend stattfindet, sondern dass vielleicht 13 Wochen nur Anführungsstrich 3- oder 4-Sterne-Kämpfe da waren. Und das ist die große Gefahr, die ich bei Hunter sehe. Die Kämpfe von der Qualität her sind unstrittig besser als noch vor 15, 20 Jahren. Gerade auch die Next Pay-Per-Views oder NXT, ich sage mal Next. Aber die kommen ja auch von der Quote nicht an die von der WWE ran. Da sieht man noch, dass es ist nicht auf die Qualität der Kämpfe ankommt, sondern auf einen guten Mix der Kämpfe und der Charaktere. Und das geht meines Erachtens immer mehr zu Lasten oder zu Gunsten der Kämpfe. Wird dieses Missverhältnis meines Erachtens immer größer. Das heißt, die Soap, die jetzt zum Beispiel bei Raw und bei SmackDown gezeigt wird, da bist du der Meinung, dass da Vince eigentlich nicht nur mit der Zeit geht oder vielleicht die falschen Writer hat, weil eine Zeit lang war es ja super, ja, was er gemacht hat, und er hatte auch gute Writer. Ich meine, man kann von Vince Russo halten, was man will, aber in der Zeit hat er einfach das beste Produkt geschrieben mit Ed Ferrara in der Attitude Era. Vielleicht muss man sich ja auch an die Zeit halten und richten, was aktuell, man darf halt nichts mehr Kontroverses, irgendwie politisch nicht Korrektes bringen. Man hat sich halt nach der heutigen Zeit zu richten. Und da ist die Frage, ob da Wrestling noch zieht. Das ist sicherlich der andere Punkt, ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Dieses Team, meine WCW, die da auf die Einhaltung der Regeln achtet, das war ja noch tausendmal harmloser als diese scheiß politische Correctness, die heute vorgeschrieben wird oder sowas. Du darfst kein böses Wort, was weiß ich, über Frauen oder irgend sowas gar nicht fallen.
Du darfst kein böses Wort, was ich, wenn du irgendwie, ich sag mal, Adrian Adonis, der wäre doch halt unmöglich, so ein Gimmick. Ja. Also wird doch jeder Schwule, würde doch also, diese ganze, wie heißt die, LGBT-Bewegung oder sowas, die wird doch wahrscheinlich dort Dauerdemonstrationen vor dem Titan Towers abhalten. So ein Ding hier, dass ich Ministry of Darkness oder sowas da, ja, weiß ich, wäre da auch wahrscheinlich unmöglich. Es ist das, die Politiker korrekt. Ja, also ich sage mal, das Produkt wird dadurch ja richtig amputiert oder ist amputiert worden in den letzten Jahren. Oder man muss halt nur mal das fressen, sozusagen, was aktuell möglich ist. Und da wundert es mich halt nicht, dass die ganzen alten Wrestling-Fans da irgendwann nicht mehr einschalten. Ja, und dann wird eben, weißt du, wenn man dann noch versucht hätte, dieses Problem dieser Political Correctness oder dieses, das nur noch Mainstream gilt, wenn man versucht hätte, dieses durch spezielle, besondere Charaktere, durch charismatische Leute auszugleichen, ein Vogel war zu seiner Zeit praktisch genauso Mainstream mit Eat Your Vitamins, Do Your Prayers und dieser ganze Scheiß, das war letztendlich auch genau der gleiche Mainstream-Scheiß wie heute. Nur er war noch jemand, der eine Ausstrahlung hatte, der eine Persönlichkeit war. Nur die fehlt heute. Dir fehlt also diese ganze Kontroverse, was du früher hattest. Du könntest wahrscheinlich doch nicht mal eine Fehde USA-Kanada machen. Das würde wahrscheinlich schon dort irgendwie als rassistisch oder als fremdenfeindlich oder irgend sowas angesehen. Du hast also nur, was weiß ich, einen eingeschränkten Korridor, in dem du da, wie du richtig sagtest eben, in dem du deine Geschichten erzählen kannst. Und dir fehlen dann auch noch die Persönlichkeiten. Also ist das letztendlich, ich sag jetzt mal, als wenn du eine Pippi-Langstrumpf-Film dort hättest und würdest nur noch so Greta Thunberg-Typen dort haben, die, was weiß, die jetzt eben alle nur noch, was weiß ich, darauf achten, dass auch nichts Verkehrtes gesagt wird, dass alles so richtig schön dort seine Political Correctness hat oder sowas. Ja, was erwartet man denn da? Selbst so ein Dallas wäre wahrscheinlich heutzutage diese Serie gar nicht mehr möglich, weil die schon mit viel zu vielen Stereotypen dort vorgespielt hat. Guck dir doch mal die ganzen Serien heute an. Das sind meistens alles Action-Serien, aber da gibt es auch keine großen Stereotypen mehr dort. Wird ja auch schon drauf geachtet, wenn man ein Privatdetektiv ist oder eine Anwaltskanzlei, da müssen, wenn die aus 5 Leuten besteht, muss mindestens ein Asiate und ein Farbiger da sein. Es gibt ja das 5 Weiße, das machen oder sowas. Es muss da, was weiß ich, darauf geachtet werden, dass sich keine Bevölkerungsgruppe irgendwie verkehrt vorkommt. Es dürfte nicht. Hast du eine Krimiserie, wo 5-mal hintereinander der Schwarze der Täter ist, da wird wahrscheinlich auch Täter und Mord geschehen. Also muss dann, was weiß ich, mal ein Schwarzer, mal ein Gelber, mal ein Weißer, dann vielleicht wieder ein Schwarzer, muss diese Mischung da sein. Also du kannst nicht mehr. Stell dir mal so eine Alfred Hitler vor. Der ist angekommen bei den Leuten, der hat für Quoten gesorgt, der wäre aber heute unmöglich. Gibt zwar noch ein paar Videos, aber du könntest keine neue Serie mehr aufziehen. Und dieser Einheitsbrei, der heute den Leuten vorgesetzt wird, der macht es natürlich noch schwer, dem Wrestling noch schwerer, gegen Action-Serien oder so anzukommen, als früher, wo man dort seinen eigenen Weg gehen konnte, wo man auch mal kontroverse Gimmicks hatte, wo man sich auch mal gesagt hat, scheiß drauf, was die Lesbenvereinigung sagt, jetzt machen wir da mal eben irgend so ein Gimmick dort, was die so ein bisschen durch den Kakao zieht oder sowas. Und ich finde, da hast du vollkommen richtig analysiert, dass das eben auch noch fehlt. Und
beim Wrestling hast du natürlich nur auch einen eingeschränkten Erzählfaktor. Weil, was weiß ich, hier bei dem Action-Krimi Navy CIS, da kannst du Bomben durch die Gegend rasen lassen, da kannst du mit Drohnen spielen, da kannst du, was weiß ich, eine Atombombe von irgendwelchen Terroristen entführen lassen, die dann über Los Angeles geschmissen werden soll. Aber all das kannst du beim Wrestling nicht machen. Also werden die Geschichten auch immer weniger, die neuen Geschichten immer weniger, und die werden dann zudem noch von weniger charismatischen Persönlichkeiten gespielt, so dass die Frage ist, ob es in 5 Jahren überhaupt noch Wrestling gibt. Deswegen bin ich ja über die AEW froh, dass die auch mal wieder so ein paar Blutkämpfe machen. Ja. Obwohl ich bin kein Fan, aber mal so Blading zwischendurch, ja mein Gott, da ist doch nichts Schlimmes dran. Oder auch sonst so einige Sachen, die AEW macht. Aber AEW ist in dem großen Vorteil noch, dass die eben nicht so Mainstream behaftet sind wie die WWE. Falls sie jetzt einen Sender bekommen, der auch genauso Mainstream-Sender ist, dann ist die Frage, ob die das nicht vielleicht auf Sicht auch ändern müssen. Ja. Ich denke, ein Top-Heel-Gimmick momentan wäre ein Angela Merkel-Gimmick. Aber ja. ich sehe gerade, wir sind gleich bei 4 Stunden. 3 Stunden, 4 Stunden? Nee, 3 Stunden 40 haben wir. Aber das ist schon definitiv ausreichend. Wir könnten ja noch stundenlang sprechen. Ich habe auch noch einen kleinen Einwurf. Vielleicht können wir dich, Wolfgang, noch ein andermal begrüßen. Und zwar möchte ich da einen aber nur dann, wenn das Honorar überkommt. Ja, diesmaligen 500 Euro. Und zwar Markus Blaha, der hat gesagt, er kennt dich noch. Ihr habt euch früher öfters getroffen bei diversen WWF-Touren in Deutschland. Ja, das erste Mal hat man uns, glaube ich, sogar bei der CBA mit dem Warrior, glaube ich. Genau, bei dem Warrior. Und er hat leider heute, also ich hätte ihn eingeladen, er hat aber seine Mutter, glaube ich, heute Geburtstag. Aber das könnten wir vielleicht noch zu einem kleinen Talk einmal nachholen zu den... Er zieht seine Mutter mir vor. Also, du meinst es doch nicht ernst, dass ich mit so einem anderen noch auf Sendung gehe. Ja, wie du willst, also wie gesagt. Er hat Quatsch. Markus' Mutter ist 100.000 Mal wichtiger als Wolfgang Stacher. Und bevor das jetzt einer falsch versteht, ich habe natürlich nicht einen einzigen Cent Honorar oder sowas bekommen. Ja. Das war so ein doofer Witz von mir. Nicht, dass einer denkt, dass ihr jetzt wirklich da auch noch Geld dort zahlt. Ja, also wie gesagt, über das Wrestling, über das aktuelle Produkt von heute und damals, da können wir stundenlang diskutieren, denke ich, mit den unterschiedlichsten Personen. Ja, ich glaube, das war mal ein toller Talk, wieder ein sehr umfangreich, wir haben über alles gesprochen. Ja, wir kennen jetzt Wolfgang Stach, was er gemacht hat, wir kennen das Magazin. Gleich Werbung machen natürlich. Power Wrestling, das einzige deutschsprachige Wrestling-Magazin, das es noch immer in der Printfassung gibt. Schaut euch an, kauft euch. Auch als E-Mac, also mitten in Österreich oder der Schweiz drauf, wo auf einer Alm wohnt, wo kein Laden in der Nähe ist, wo man das Heft kriegen kann, über E-Mac gibt es auch. Und sogar in einem reinen Lesemodus, wo die Bilder also ausgeblendet werden und man das den Text so als Fließtext quasi zu lesen bekommt. Ja, also für alle, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen wegen einem gefährlichen Virus, sich das so anschauen. Und bedanken wir uns bei dir, Wolfgang. Und ja, nächste Woche reden wir über das Jahr 2004. Schickt uns da Fragen, liebe Zuhörer. Und ich denke, 2004 war ja auch das erste Jahr von Rings of Europe. Und die XCW war da relativ groß am Kommen. SWF in der Schweiz, ja, da war das traurige Jahr mit On Fire 4. ich glaube, da gibt es einiges zu reden. Also Thorsten Fritz, du bist wieder gefragt mit
Fragen über das Jahr 2004, auch natürlich alle anderen. Und ja, Wolfgang, hast du noch ein Schlusswort an die Zuhörer da draußen? Ja, ich wollte mich nur recht herzlich bedanken, eingeladen worden zu sein. Und ich hoffe, ihr, die Hörer, nimmt mir nicht, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Wrestler mal ein bisschen negativer besprochen habe oder dass ich da auch so einen Bambi vielleicht besser als einen Walter als Gesamtperson einschätze oder so. Das ist meine Meinung und sie mag falsch sein, sie mag richtig sein, aber ich bin ein strikter Vertreter der Meinungsfreiheit. Und deswegen nimmt es mir bitte nicht übel, wenn ich vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt eher auf euer Missfallen treffe. Ja, dem schließe ich mich an. Ich bin ein freier Mensch. Ich habe eine freie Meinungsäußerung und die darf ich auch haben. Marc, hast du noch abschließende Worte für diese Woche? Ja, also ich bin ja seit einer Woche wieder im Büro. Es hat sich leider nicht viel geändert. Ich laufe mit Maske teilweise herum im ganzen Office. Ich bin jetzt nicht so einer, der sich permanent zu dem Corona auf Facebook äußert, im Gegensatz zu Tiersieg. Ich habe meine eigene Meinung. Für mich ganz ehrlich, ich möchte ein bisschen wieder leben können. Das heißt, auch wieder mal reisen, in das eine oder andere Land fahren, vielleicht wieder auch die eine oder andere Wrestling-Show veranstalten. All das geht nicht. Und naja, auf Dauer natürlich würde es mich dann schon ein bisschen nerven, wenn da quasi Stillstand herrscht. Ich hoffe, es wird bald besser werden, wie auch immer. Ja, und in dem Sinne, schönes Wochenende. Ja, ich schließe mich deinen Worten an. Bei uns in der Schweiz gibt es ja zum Glück keine Maskenpflicht. Trotzdem trage ich eine Maske, wenn ich in meinem Job die Arztpraxen beliefere. Das ist für mich gesunder Menschenverstand und gehört dazu. Und was soll ich dazu noch sagen? Achtet in den nächsten zwei Wochen vielleicht darauf, was in Amerika passiert. Das ist vielleicht wichtiger, als was hier in Europa gerade passiert. Denn ja, man kann von Trump halten, was man will, aber momentan macht er verdammt viel richtig. Aber wie darf gesagt, darf ich da vielleicht nur ein Wort sagen, um mich politisch halte ich mich das ja zurück, aber nur um aufzuzeigen, wie die Medienberichterstattung ist. Es wird gesagt, dass die Arbeitslosenzahl in Amerika riesig explodiert ist, in Deutschland dagegen nicht unbedingt. Liebe Leute, berücksichtigt bei einer derartigen Berichterstattung, dass es keine Kurzarbeit in Amerika gibt, dass jeder, der entlassen wird, direkt arbeitslos ist. Rechnet jetzt mal hoch, in Deutschland gibt es 10,1 Millionen Kurzarbeiter. Rechnet die jetzt mal auf die Arbeitslosenzahl hoch, dann sieht es bei uns auch nicht besser aus. Und wenn man dann noch berücksichtigt wird, dass Trump jetzt einen Erlass verabschiedet hat, wonach jeder, der entlassen wird, 4 Monate Anspruch auf Bezahlung durch den Staat hat. Und da was in Deutschland nun gar nicht gegeben ist. Also achtet ein bisschen, ich komme ja aus dem Pressesektor, aus dem Nachrichtenagentursektor, achtet ein bisschen auf die Berichterstattung und macht euch ein eigenes Bild. Ganz egal, auch wenn es dann vielleicht negativ auf einen, also auf eine geliebte Person niederfällt, aber glaubt bitte nicht den Medien, ganz egal, was es ist, Politik oder Sport oder sonst was, versucht euch ein eigenes Bild zu machen, denn die Medien werden immer mehr Mainstream-artig und berichten alle nach Schema F und vor allen Dingen das, was ihnen vorgeschrieben wird. Auch politischer will ich gar nicht werden, aber dieser eine Punkt ist eben sehr auffällig, dass die jetzt eben über die riesigen gestiegenen Arbeitslosenzahlen in Amerika reden, ohne dass es Kurzarbeiter gibt. Und in Deutschland wären es ja mittlerweile auch 14 Millionen Arbeitslose, wenn die Kurzarbeiter in die Arbeitslosenzahl gerechnet werden. Also von daher
allgemeiner Tipp, denkt selber nach und versucht euch durch möglichst viele Quellen selber schlau zu machen. Auch glaubt nicht das, was im Power Wrestling hängt steht, macht euch auch da vielleicht mal eine eigene Meinung, denn auch wir berichten so, wie das quasi von Christian, von Markus oder auch von mir gesehen wird, ob das immer der Wahrheit entspricht, ob so eine Becky Lynch, von der ja Markus so begeistert ist, ob sie wirklich so gut ist, wie vielleicht von ihm dargestellt, ist eben auch eine Ermessenssache. Also glaubt jetzt nicht, weil er vielleicht Redakteur bei uns ist, dass er unbedingt richtiger liegen muss als ihr, die ihr vielleicht gar nicht so viel von ihr haltet. Und das gilt für alles, für Wrestling, für Power Wrestling, für Kicker, für Bild-Zeitung, für Stern, für Spiegel. Macht euch ein, bildet euch eure eigene Meinung und klappert nicht das nach, was in den Zeitungen steht. Genau. Und wenn euch morgen gesagt wird, ein grüner Hut macht immun gegen diesen Virus, dann ja, also dann stimmt das ja auch nicht. Also von dem her, informiert euch ein bisschen außerhalb und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Bleibt wie ihr seid, denn das tue ich auch. Vielen Dank, fickt euch und tschüss. Tschüss. Ciao.